willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Runde mit Angel Vampires 2 mit Flotti und Marco. Marco ist in der Haus. Heute wird sich entscheiden, wer ist der beste Age of Empires 2 Spieler. Werden wir es endlich schaffen, gegen Marco zu gewinnen? Hashtag Flonny, wir werden heute alles in den Ring werfen, um Marco zu bezwingen, ein für alle Mal. Davor werden wir allerdings noch ein Match 1 versus 1 spielen, um die Finger ein bisschen aufzuwärmen. Oh, ein bisschen klick, die APR ein bisschen hochballern. Marco wird kommentieren. Herzlich willkommen bei uns. Marco Giesel, the one and only. Hallo. Hey. Schick siehst du aus. Danke. Die Weste ist da. Es ist Age of Empires Zeit. Eigentlich kann man sagen, sobald ich mittlerweile auf der Straße Leute in Weste sehe, denke ich sofort an Age of Empires. Sofort Dorfarbeiter. Dorf im Unterbau. QF. Ja. Auch bei Bauarbeitern oder bei allen Westen. Das heißt, Marco, wir werden jetzt Marco nicht hören. Marco wird nur kommentieren. Wir beide werden nur spielen, uns komplett aufs Spiel konzentrieren. Donny versus Florentin. Wir haben schon zweimal gespielt. Ich habe beide Male gewonnen. Aber Donny hat natürlich riesengroße Fortschritte in letzter Zeit gemacht. Das weiß nicht nur Marco, das weiß auch ich. Ich habe mittlerweile echt Respekt vor ihm. Ich sag mal so, es ist in meinen Augen ist es ein ausgeglichenes Match und ich habe ein bisschen Panik. Und ich glaube, es wird ein interessantes Spiel und ich habe schon richtig Bock, es mir zusammen anzugucken mit Markus Kommentar, der fein aufgieseln wird, was wir alles falsch machen. Fein aufgieseln wird, ja. sehr schön. Also, ich weiß nicht, wie du siehst, ich bin tatsächlich heute, und das meine ich komplett ernst, bin extrem nervös. Ich sag das gerne mal, aber heute meine ich es wirklich ernst. Gegen dich, das One-on-One, das bleibt mir schon länger unter den Fingern, das nachzuholen, weil, wie du schon gesagt hast, zweimal habe ich verloren und auch, ich würde sagen, schon ziemlich deutlich verloren. Also das war eigentlich, du hast eigentlich mit mir getoyt am Ende auch. Aber da warst du ja noch ganz am Anfang, da hast du ja... Aber ich habe wirklich, Leute, wirklich, ich hoffe einfach und deswegen bin ich so nervös, ich habe wirklich, glaub mir, ich habe wirklich fucking trainiert. Ich habe wirklich mega oft versucht und viele Sachen angeguckt, viele Taktiken durchgelesen und sehr oft trainiert. Und ich hoffe einfach, und das ist ja das Schlimme dran, deswegen bin ich so nervös, es kann natürlich passieren, dass ich die fucking Boss nicht finde, dass die scharfe Scheiße liegen, dass ich eine Kackmap habe und dann bei mir alles zusammenbricht und ich einfach genervt resigniere und motze. Für mich auch, ich gehe ins Spiel mit einer Prämisse, bleib ruhig. Bleib ruhig, das habe ich mir versucht. Bleib einfach chill, einfach dein Leben selbst, wenn du das scheiß Schwein nicht findest. Ja, und irgendwie eine Minute später. Klar ist es schlecht, klar wird Marco die Augen rollen, aber im Endeffekt, es bringt dich nicht um. Die kleinen Fehler dürfen nicht von dem großen Ganzen abkommen. Genau, es ist vor allem... Fuck you, Schwein! Dazu will ich gerne was sagen, du hast natürlich recht, das stimmt wirklich und das hat Marco uns auch immer wieder gesagt. Da hat er, selten habe ich ein so offenes Ohr für jemand. Ich bin eigentlich so jemand, nee, laber mich nicht voll, ich will es selber rauskriegen. Marco gibt wirklich gute Tipps und ich saugt die auch auf wie ein Schwamm. Er hat zum Beispiel gesagt, immer wieder gesagt, ruhig bleiben. Ja? Muss ich zugeben, habe ich die ersten Male ein bisschen ignoriert, gedacht, ja, lass mich mal, ich mache das irgendwie so und so. Ich habe gestern zum allerersten Mal, bin ich sehr stolz drauf, online eine Partie gespielt und habe gewonnen. Mhm. Online. Nicht schlecht. Und ich habe die deswegen gewonnen tatsächlich, weil ich, ich wurde zuerst angegriffen. Und ich bin tatsächlich ruhig geblieben. Also ich habe tatsächlich versucht, okay, was passiert jetzt? Er kommt mit 6 Speeren, kam der an. Normalerweise sage ich so, okay, Dorfglocke läuten, alle kommen rein. Ich weiß, okay, Produktion ist gestoppt. Erstmal irgendwie versuchen, eine Kaserne hinten aufzubauen. Ich hatte schon eine Kaserne gebaut, habe dann 3-4 Einheiten und ihn dann ein bisschen genervt. Dann hat er sich wieder verzogen und dann hat sich das... Also ne, es war jetzt nicht mega krass, aber es bleibt schon, es macht schon was aus, ruhig zu bleiben. Ja. So, und ich möchte noch eins sagen, und das geht an die Community. Ich finde das so unfassbar geil, wie viele Leute dieses Format mögen und wie viele Leute sich das ansehen wollen. Und deswegen einfach einen riesen Applaus auch zurück an die Community. Hashtag Flonny. Hashtag Flonny auf jeden Fall. Heute Abend Hashtag, weil wir sind heute, muss man auch ganz klar dazu sagen, für die Leute, die im VOD schauen, es ist fucking Freitagabend, wir sind Primetime. Wir haben uns zur Primetime hochgearbeitet. Langsam aber sicher, ein Dorf von nach dem anderen haben wir uns hochgearbeitet. Und heute wird der Höhepunkt stattfinden. Vielleicht schaffen wir es heute, das Format zu beenden und Marco zu schlagen. Aber davor, wie gesagt, erstmal 1-1, Donny versus Florentin mit Marco als Kommentator. Und ich würde sagen, wir gehen noch mal ganz kurz in eine Werbung und danach wird's ernst. Danach geht's los, ein kleines Aufwärmmatch. Und mal gucken, ob wir heute unser Imperial leisten können. 3-Stunden-Match, Imperialzeit, wir werden nie zu Ende kommen. Macht's gut, bis gleich. Bis wenige gleich. Sekunden geht's los. Bis gleich. Hashtag Flonny. Herzlich willkommen zurück. Wir starten direkt in die Lobby. Wir sehen, Marco ist hier am Start. Als Zuschauer wird das Ganze kommentieren, während wir ihn nicht hören.
Ich spiele wie immer die Spanier. Wie gesagt, der Kanonenbonus ist für mich essentiell für meinen Spielstil. Für mich ist die Zukunft Fortschritt. Für mich heißt es schön die Schwerter und Bögen hinter uns lassen und direkt in das neue Zeitalter des Schwarzpulvers einsteigen. Und alles klar. Ich mach's kurz, ich spiele die Hunden. Geil. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Okay. Und du spielst wirklich Hunden? Jesus, okay. Long story short. Wie geht der Hundensong nochmal? Hunden. So. Jesus, okay. Okay, Rush, super Nur noch eine Sache. Im Forum gab es auch ein Voting, wer von euch beiden gewinnen wird. Und das können wir ja gleich mal auflösen. Da gab es 26 Teilnehmer, falls man mit dem Bildschirm abgreifen kann. Ansonsten lese ich das auch gerne ganze vor. Ganze 26 Teilnehmer. Ja, hier. Und so sieht's aus. Wer gewinnt? Donny, Florentin oder der Zuschauer? Durch Markus' bissige Kommentare. Cool, nicht also schlecht. Das hast du jetzt einfach nochmal gezeigt, weil du einfach nochmal irgendwie... Ja, das, nee, das war halt im Forum, ist das ein aktiver Thread zu unserem Format. Was cool. Das ist doch schön. Schön alles ist. Klar, cool. Gut. Ich muss da ganz kurz überlegen, bitte. Machen langsam jetzt. Okay. Wir haben Primetime, wir haben Zeit. Ich, das war jetzt... Ich glaube, ich vielleicht doch nicht Hunde nehme, weil... Mm. Ich in letzter Zeit auch so ein bisschen gespielt habe. Nee, ich nehme die Maya tatsächlich, weil ich habe mit den Maya letzte Zeit auch trainiert und... Marco, was ist gut gegen Federpfeilschützen? Die Plänkler. Hey, was denn jetzt hier? Nee, das hast du vorher machen sollen. Ich habe auch Plänkler jetzt gesagt. Jetzt kommt er hier irgendwie. Ist alles gut. Ja, ich habe auch Plänkler. Vorsicht, mein Freund. Gut, okay. So. Übrigens, Plänkler sind auch gut gegen Konquistatoren. Tunnel im Modus aktiviert. Los geht's. Go! Okay. Okay, hier stimmt alles. Kartengröße sehr klein oder was? Wir haben alles richtig. Okay, ich bin der Letzte, der noch macht. Ich mache noch kurz ein kleines... Alter. Okay, alles klar. Dann? Los geht's. Wer war das? Sie haben ein Verbindungsproblem mit dem anderen Spieler. Rejoin mal. Du musst einmal kurz rein und wieder raus. Raus und wieder rein. So. Wie, jetzt muss ich ihn nochmal einladen dann. Ja, oder du gehst auf Multiplayer und suchst nur nach Spielen von Freunden. Okay. Dann findest du mich auch sofort. Lobby Browser. Freunde. Alles klar, Expert. Oh, Expert Match. Ja. Eieieiei. Das ist. So, ich hoffe. Maya stimmt, alles klar. Ja, passt das? Versuchen wir jetzt reinzuklicken. Es passt, ja. Okay, dann viel Spaß euch beiden. GLHF. GLHF. So. Let's go! Und ab jetzt, genau. Geht's Scheiße, los. Alter, ich bin so nervös. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben jetzt. Warte mal, bei mir leckt's voll. Jetzt habe ich eine Mühle gebaut. Können wir die beiden Jungs bei mir abschalten, als die nicht mehr hören? Wäre an der richtigen Stelle gewesen. Okay. Genau. So, wir schauen uns das Ganze mal ohne Gefechtsnebel erstmal hier an, wo die beiden positioniert sind. Wir hören dich, Marco, beiden gerade machen. Ja, wir sind gerade bei Florentin, der jetzt hier sein erstes Haus gebaut hat, das zweite anbaut und ein Schaf getötet hat. Das war wahrscheinlich nicht seine Absicht. Alter, weil, ja, man sollte die Schafe immer unter dem Dorfzentrum töten, dass die Dorfbewohner nur sich nach oben bewegen und das Food droppen. So haben sie jetzt einen extrem langen Weg. Also Florentins Start, alles andere als geil. Im Gegensatz zu Donny, der ja, Pech hatte mit einem Haus. Ja, das konnte er wahrscheinlich nicht sehen, dass dort schon die Berries sind, also die Büsche, die natürlich auch eine schöne Foodquelle sind. So, Donny scoutet auch mit seinen Schafen. Das ist, sieht nach einem guten Start aus. Scoutet mit weiteren Schafen, guck mal. Na, der hat wirklich ein bisschen geübt, das muss man mal wirklich sagen. So, der Scout ist jetzt aber lange Zeit inaktiv. Fast schon zu lang. Ja, und jetzt natürlich geht es daran, dass Lumbercamp zu bauen, also das Holzfällerlager. So, jetzt muss er darauf achten, dass das Schaf hier außen nicht geschlachtet wird. Das wird's aber. Ist alles kein Weltuntergang, aber es kostet dich leicht Zeit. Also zum Beispiel auch, wenn du Food droppen musst, ja, dann kann es halt sein, dass du deinen Dorfbewohner jetzt mit dem G, mit der Kurztaste G, ins Dorfzentrum einquartierst. Wenn du sie einquartierst, dann werden sie trotzdem alles, was sie in der Hand haben, im Dorfzentrum abgeben. Schauen wir mal bei Florentin, ob er sich rehabilitieren konnte. Tja, vom Pop her, jetzt haben wir, gucken wir gleich mal Pop 10 bei Donny. Pop 9 gerade bei Florentin. Jetzt auch 10. Im Grunde ist die Anfangszeit von Age of Empires nicht gerade spektakulär.
Wir schauen uns auch an, was er alles erscoutet hat. Er sieht seinen ersten Bohr. Er sieht seinen zweiten Bohr. Ihm fehlen aber scheinbar noch zwei weitere Schafe. Und das, diese Häuserreihe hier, die könnte ihm noch zum Verhängnis werden. Denn er will ja später dann auch Gold abbauen. So, und wenn er sein Goldcamp wahrscheinlich hier platzieren wird, dann haben die Dorfbewohner jetzt hier einen Wall, gegen den sie selbst ankämpfen müssen, um zum Dorfzentrum zurückzukommen, sprich in Sicherheit zu kommen. Bei Donny ist es so, dass hier etwas passiert, was ich auch in den letzten Spielen schon immer erwähnt habe. Nicht unbedingt zwei Schafe auf einmal anknuspern, weil dieses Schaf wird nicht effektiv genutzt. Es verliert auch nebenbei Nahrung, wenn nicht genug Dorfbewohner dran sind, die diese Nahrung ja, sammeln. Donny hat sich angewöhnt, übrigens auf dem Weg zum Wildschwein immer ein Haus zu bauen. Das kann man machen. Kostet halt leicht Zeit, also sprich, die Dorfbewohner sollten eigentlich jetzt schon mit dem Wildschwein kämpfen, weil das Schaf, ja, das passt noch alles sehr genau, eigentlich dann schon zu Ende ist. Aber das sieht alles ganz rund aus bei Donny, muss man wirklich sagen. Oh. Ja. Und wieder ohne Loom, also ohne Webstuhl. Also Webstuhl ist eine Technologie, die Donny immer sehr, sehr spät erst entwickelt. Bei Florentin sieht man an der Rüstung des Dorfbewohners, wurde Webstuhl bereits entwickelt. Und genau das macht Webstuhl nämlich, die Dorfbewohner werden etwas zäher. So, bleiben wir mal bei Donny im Gefechtsnebel. Pop 16, sechste Minute. Sieht alles noch relativ rund aus, jetzt aber ist das Dorfzentrum idle. Obwohl er 50 Nahrung hat, hat er sich dazu entschlossen, jetzt doch den Webstuhl zu entwickeln. Was gut ist, weil er will ja auch sein zweites Wildschwein haben. So, ich gucke natürlich auch mal nebenbei in den Chat, was ihr so drüber denkt, ob ich weniger reden sollte. Vielleicht die Leute einfach mal machen lassen soll. Übrigens, sie hören mich nicht, falls das jemand denkt. Sie spielen gerade für sich und sind auch hochkonzentriert. So, Donny baut jetzt, baut er es? Er muss es bauen. Also sein zweites Lumbercamp, also sein zweites Holzfällerlager. So, wo haben wir unseren Stream? Hä? Wieso legt er mir FIFA vor nur? Nun gut, dann schauen wir über die andere App. So. Der Bohr wird gelöert. Zweimal anhauen. Ganz, ganz klassisch, so kennt man's. Tja, und das ist jetzt. Hat er Schwein gehabt. Ja, und was ich schon mal gesagt habe, in einem Match, das war auch ein Fehler von mir. Früher war es nämlich so, dass Dorfbewohner, die erst Schäfer waren und dann Jäger wurden, ihr Food verloren haben. Mit einem Patch, der dann später kam, wurde dieser Umstand korrigiert. Und was macht er? Der sucht noch einen weiteren Boar, der jetzt schon hier als Leiche verspeist wird. Ja, der eidet rum. Ja, gut. Soll er machen. Ich finde, er hat etwas wenige Leute auf Holz. Also hier sind es fünf, hier nochmal zwei. Einer arbeitet hier gerade, der andere baut erst das Lumbercamp. Also etwas wenig Holz gerade. Pop 21 zur neunten Minute ist nicht unbedingt stark. Da sollte man ungefähr Pop 24 schon haben bei einem normalen, ja, beim normalen Spiel. Bei Florentin ist auch nicht unbedingt stärker. Ist ein Pop vorne, hat auch einen Dorfbewohner verloren am Wildschwein. Ja. Und das ist auch nicht unbedingt effektiv. Also eher sechs Leute am Holz lassen und dann ein zweites Lumbercamp in Sicherheit bauen, hier zum Beispiel. Weil wenn ein erfahrenerer Spieler ankommt und sagt, ich baue jetzt hier dir einen Tower hin, dann hat er erstmal kein Holz. So. Und die beiden Schafe sollte er einfach hier reinstellen, dass wenn diese Leute hier mit dem Schäfern fertig sind, dass sie einfach unter dem Dorfzentrum wieder sind und in Sicherheit. So, jetzt mache ich mal den Chat auf. Um Gottes Willen. Hier. So. Dit.
So, auf jeden Fall, wie gesagt, es gibt nicht so viel zu dissen, weil, wie gesagt, ich kann nur immer aufzeigen, was jetzt gerade die Fehler sind. Und hier geschieht jetzt genau das, was ich vorhin angeprangert habe. Hier wird das Bergarbeiterlager gebaut, genau an dieser Stelle. Nicht das Effektivste vielleicht. Man könnte es vielleicht eher hier bauen, dass die Dorfbewohner nicht so lange Wege haben. Jetzt hast du hier zum Beispiel einen effektiven Weg, dann hättest du hier noch einen effektiven Weg. Und der vielleicht noch, der Rest wäre dieses Gold, diese Goldmine hier. Oh, oh, Florentin, das ist doch, oh, er kämpft uphill, den Fight gewinnt er. Den Fight gewinnt er, wenn er das eingeht, das geht er nicht ein. Ach, das hätte er gewinnen können. Der Dorfbewohner wäre gestorben. Eieiei, wenn er den jetzt nochmal anhaut. Eieiei, do it, do it, do it. Ja, ja, lecker. Oh, jetzt ist Donny uphill, obwohl er hat es nicht mal gemerkt, oder? Doch, jetzt hat er es gemerkt. Ja, Kaserne steht. Im Normalfall Maya auch dafür bekannt, auch beide Zivilisationen, Azteken als auch Maya, sind vor allem dafür bekannt zu drushen, also dass man 3 Milizsoldaten baut, seinen Scout nimmt und einfach jetzt schon anfängt zu lame. So, jetzt baut Florentin seinen Wall gegen seine Goldarbeiter weiter aus. Donny voll da allzeit. Ja, ja, kann man machen. Jetzt fehlt natürlich, ja, er wallt auf jeden Fall gut, also... Naja, das ist ein sehr langer Wall. Naja. Hm. Den würde ich nicht so machen. da würde ich lieber hier noch ein Produktionsgebäude hinbauen, zum Beispiel diese Schießanlage. Und dann den Wall hier abschließen zwischen den Reihen. Der ist dann deutlich effektiver, weil hier hast du einen großen, großen Bereich abzuschirmen. Wenn ich dann hier irgendwann oder Florentin mit... Scouts oder mit Bogenschützen ankommt und an den Palisadenwall angreift. Der, oh Gott, jetzt ist auch noch Gaia auf seiner Seite. Florentin, du hast aber auch Schwein. Der Dorfbewohner könnte sterben, weil er auch wieder uphill gegen den Wolf kämpfen muss und der Wolf wird dieses Duell wohl gewinnen. Ja, ja, ja. Lecker, 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 lecker Dorfbewohner. Und das... ja, das war's. Sorry. Mausrad. Ich wollte jetzt ranzoomen, aber ich habe ja gemerkt, ja, Age of Empires kann man ja nicht zoomen. Tja, keine Macht der Wall. Das ist wohl hier, weiß ich nicht, Trump-Mitarbeiter gewesen und das ist ein mexikanischer Wolf. Jetzt, wenn das Florentin jetzt clever ausspielt, kann er noch einen Dorfbewohner killen, weil der Wolf wird natürlich auch diesen Dorfbewohner angreifen wollen. Ja, wir haben auf jeden Fall Plänkler. Ja, das ist nicht so stark. Also, ich guck mal bei Donny rein. Ja, er hat viel Nahrung. Fast schon zu viel Nahrung. Da würde ich hier fast schon 2 Dorfbewohner abziehen und aufs Gold oder aufs Holz vor allem vielleicht eher platzieren, weil hier sind nur 2 Dorfbewohner am... Eieiei, da kommt schon wieder der Wolf! Jetzt ist er aber tot. Und dieser Dorfbewohner, der will Heldentaten verbreiten, indem er diesen Scout tötet, was nicht so einfach ist. Ja, aber sowohl Florentin als auch Donny nicht unbedingt aggressive Spieler, wie man sieht. Gerade Donny ja, baut hier ja, den Wall seines Lebens. Ob das jetzt so gut ist und dann im Hinterhalt Skirmisher bauen, weiß ich nicht. Das Schöne ist übrigens im Feudalzeitalter gegen Maya und gegen Azteken braucht man eigentlich hauptsächlich nur Schützen bauen, also Skirmisher bauen, weil sie haben ja keine Reiter, ne? Kann man machen, aber gerade Scouts, also alles Berittene, also Ritter, Scouts, Kamele, haben einen Angriffsbonus gegen Skirmisher. So, und das kann natürlich auch Florentin nutzen, weil der hat ja schon seinen Stall, nur der hat irgendwie gefühlt ja, seinen einen Scout vom Anfang. Der Stall steht. Schau dir mal diese Dorfbewohner an. Die haben. Ja, die haben heute nicht so viel Lust. Aber hätte ich auch nicht. Ist ja auch Freitagabend. Ja, die tanzen, glaube ich, eher hier. Also, wenn man sich das so ansieht, das hat schon was Hypnotisierendes. Ja. Das könnte ich mir noch Stunden ansehen. Na gut. Nichtsdestotrotz, Florentin ist auf jeden Fall auf Stein. Der will auf jeden Fall eine Castle bauen.
Oh, jetzt haben die doch noch mal Lust. Also auf jeden Fall wieder eine Castle bauen. Conquistatore sind die Spezialeinheit der Spanier. Da gucken wir auch noch mal gerne, gerne noch mal rein. Was können denn die Spanier alles? Das sind ein Volk von Mönchen und Schießpulver. Bauarbeiter arbeiten schneller. Also das ist schon mal gut. Deine Gebäude entstehen schneller. Deine Schmiedeentwicklungen brauchen kein Gold. Kriegsgalion ist egal. Das zählt nur für Wasser. Die haben Ballistik. Das ist übrigens sehr, sehr stark. Leichte Kanoniere und Belagerungskanonen feuern 15% schneller. Auch sehr, sehr krass. Ja, und dann hast du halt die Spezialeinheit, eine Schießpulvereinheit, die dann eben 15%, obwohl, nee, Quatsch, das sind die leichten Kanonierer. Aber Konquistatoren sind berittene Schützen, sehr, sehr stark, und Handelseinheiten bringen 33% mehr Gold. Ja, das macht jetzt hier keinen großen Unterschied. Im Teamspiel ja, aber, tja, hier im Einzelspiel macht der Teambonus gibt keinen entscheidenden Vorteil, weil er gar nicht handeln kann. Übrigens, der Teambonus, der zählt auch im 1 gegen 1 mit rein. Also wenn jetzt zum Beispiel Jordi oder Neil fährt, die ich ja gerne auch mal hier hätte, jetzt zusehen und sagen, das ist ja totaler Blödsinn. Der erzählt ja totalen Bullshit. Ja, dann bitte melden. Ich stehe auf jeden Fall bereit. Ja, und hier sehen wir jede Menge Sperrkämpfer. Die würde ich ein bisschen verteilen, weil Jordi macht das schon ganz gut. Weil er rechnet damit, dass Scouts kommen oder berittene Einheiten. Und so wie es aussieht, werden diese auch gerade gebaut. Sehr, sehr spät, aber sie werden gebaut. Und ja, und er hat sich dagegen gewappnet. Aber ich glaube, seine größte Verteidigung ist halt ein großer Wall. So, und jetzt muss er halt aufpassen. Ja, doch, hat er gut gemacht. Also, das Problem ist, wenn er zum Beispiel jetzt... Ja, wenn das jetzt hier offen wäre, so ein Teil offen wäre, die... Reiter können auch an diesen kleinen Stränden entlanglaufen. Also alle Einheiten können an diesen kleinen Stränden entlanglaufen. Deswegen muss man immer direkt bis zum Wasser wallen. Sonst entstehen Lücken. Und jetzt wird sogar ein Steinwall nachgebaut. Und da trifft jetzt gerade der Florentin mit seinen Reitern auf diesen Wall. Und jetzt natürlich entsteht das, was ich meinte. Der Wall ist riesig. Und jetzt greifen die hier an der einen Stelle an. Jetzt muss Donny eigentlich hier nur einen Steinwall setzen. Also ein Teil davon. Ja, und jetzt hast du hier Bogenschützen mit, Donny, mein liebes bisschen, +1/+1. Also zwei Upgrades schon drauf, aber wie wir sehen, der liebe Florentin, der ist schon 87% in der Ritterzeit, ne? Sein Holzfällerlage, das kann ich mir wirklich auch jetzt nicht mehr so lang ansehen, weil diese Wege sind lang. Das könnte man abreißen. Hier baust du ein neues hin. Perfekt. Dann hast du wieder ein effektives Holzfällerlager. Und vor allem, du hast nur eins. Deswegen hat er auch so wenig Holz und kann kein zweites Dorfzentrum bauen. Jetzt ist er auch noch haust. Ach, du liebes bisschen. Donny hingegen, ja, der arbeitet weiter daran, sich hier komplett abzuwollen und nichts anbrennen zu lassen, dass halt Florentin, der vielleicht auch hier oben mal einfach den Wall anknuspern könnte, weil da ist auch, sind diese Dorfbewohner in der Nähe, aber die bräuchten auch erstmal ein Weilchen, bis sie da sind. Ja, hier hat er gewollt. Hier hat er auch noch einiges zu tun. Also dann, dieses Bauvorhaben, das zieht sich. So. Jetzt haben wir, wie gesagt, Florentin schon in der Ritterzeit. Donny kann gleich in die Ritterzeit gehen. Ritterzeit kostet 800 Nahrung und 200 Gold. Diese drei würde ich benutzen, um ein paar Rehe zu naschen. Und die sind lecker. Und ja. Florentin passiert genau das, was auch in unserem letzten Spiel passiert ist. Er stößt gegen eine Wall und jetzt weiß er nicht mehr, was er machen soll. Jetzt kommen auch Ritter dazu. Schon vier Stück. Ja, zwei Ställe. Den Tipp habe ich den beiden auch mitgegeben. Mehr Produktionsgebäude bauen, Freunde. Dafür aber, wie gesagt, Florentin hat kaum Holz. Er kann jede Menge Ritter eigentlich bauen. Er hat 300 Nahrung und 300 Gold. Do it. Dorfbewohner sind in der Schleife, deswegen bau, bau, bau. So, die stehen jetzt hier rum und schauen sich an, wo sie da genau nicht reinkommen. Und Florentin irgendwie, will er unbedingt hier rein? Dann will ich mir jetzt vorschlagen, wenn er das denn unbedingt machen möchte, dann bau eine Waffenschmiede und ramm das Ding hier weg. Weil Schützen machen kaum Damage gegen eine Ramme. Eine Ramme hat 150 Rüstung gegen alles, was schießt. So, jetzt haben wir natürlich hier oben den Wall noch, den ich vorhin angesprochen habe. Ja, und jetzt passiert hier das, was passieren musste. Oh, naja gut, da gibt es das Empfangskomitee. Und das sieht er. Ja.
Tja, da bläst er den Angriff ab. Ach. Und hier stirbt auch ein Speerkämpfer, der ein bisschen zu mutig war. Also was ich machen würde, ist halt, ich würde jetzt hier das noch erscouten, obwohl, ja, der Tower werde nichts bringen. Ich dachte jetzt gerade, dass man vielleicht dieses Wood hier abzauert. Oder dieses, da ist aber gar keiner mehr dran. Ja, und Donny müsste doch auch langsam in die Ritterzeit kommen. Ja, tut er auch. Er sieht das. Oh, und hier ist jetzt offen. Hier ist jetzt offen, aber Donny hat beachtlich Militär gepumpt. Jetzt haben wir hier den Steinmeister. Ja, das ist jetzt wieder zu. Ja, nun haben wir natürlich die Situation, dass Donny eigentlich das gar nicht so schlecht gemacht hat. Schau dir mal an, er hat sehr, sehr viele Ressourcen, kann zwei Dorfzentren jetzt nachpumpen. Das würde ich sofort tun. Eins hier und, ja, eins hier dran. Also hier so. Dann hast du deinen Stone gesichert. Vielleicht kannst du es auch direkt, das kannst du auch tun, direkt hier ein Dorfzentrum ranhauen. An dein Gold, an die strategisch wichtigen Punkte. Und Donny würde ich jetzt raten, ein paar Felder zu bauen, weil er hat nicht so viel Nahrung. Tja, aber was macht denn jetzt Florentin, ne? Ich glaube, das ist halt so, der bewacht wieder ein Stück Wald. Das eine Mal war es eine Oase, dieses Mal ist es ein Stückchen, ein kleines Waldstück, was er für sich beansprucht hat. Ja, das ist auf jeden Fall, ja, das ist ihm sicher. So, jetzt baut, warum auch immer, Florentin hier schon ein zweites Mining Camp, obwohl das erste noch nicht mal voll, da hat er doch einen Teil dazu. Oh, das stimmt. Ich habe mir übrigens das Grid runtergeladen, da sieht man es besser. Das hätte ich auch vorhin beachten müssen. Genau diesen effektiven Weg, wo ein Dorfbewohner genau in dieser Goldmine ist und einfach nur so hin und her rennen muss die ganze Zeit. Das ist effektiv. So. Aber wie gesagt, was Florentin fehlt, das ist alles. Also er hat keine Nahrung, er hat kaum Holz, er hat kaum Gold, er hat doch ein bisschen mehr Stein jetzt. Ja. Gute Arbeit. Ein zweites Dorfzentrum hat er. Hat Donny schon eins? Ja, hat er. Aber sehr viele untätige Dorfbewohner. Und jetzt kommt noch der befestigte Wall hinterher, dass man auch gar nichts anbrennen lässt. So, das heißt nämlich, befestigter Wall, dass diese Welle nochmal deutlich, also einen großen Teil Lebenspunkte dazu bekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viel das waren, aber uff, das wird jetzt richtig schwer für Florentin, da durchzukommen. Jetzt haben die 1800. Jetzt schau mal rein. Wie fährt er als nächstes? Ja, 3000. So, 3000 Lebenspunkte, durch die man erstmal sich durchknuspern muss. Ja, also ich würde jetzt Florentin schleunigst empfehlen, viele Ressourcen abzubauen. Er ist schon wieder haust, also die Leute dürfen auch in keinen Häusern wohnen im Zeitalter Florentin. Hier werden noch ein paar nachgebaut, aber da würde ich halt schon, wenn ich merke, ich bin haust, am besten gleich mit 4 Dorfbewohnern ein Haus bauen, dann geht das fix. Dann können die Leute wieder, kannst du wieder Dorfbewohner pumpen, dann kannst du auch Einheiten pumpen. Diese Einheiten natürlich jetzt, ja, die würde ich zum Scouten wenigstens schicken. Oder eben diese Einheiten, die den Wald immer noch bewachen, dass niemand auf die Idee kommt, auch nur einen Baum an seinem Wald zu fällen. Nämlich jetzt zum Beispiel diesen Wall hat er noch gar nicht gesehen, der Florentin, ne? Oder dass es hier auch noch dieses kleine Stück Wasser gibt. Hat er auch nicht gesehen. Aber im Endeffekt natürlich ist das die Front, ne? Und Florentin hat hier den entscheidendsten Vorteil. Er kann hier eine Burg bauen, sollte er auch. Und theoretisch könnte er mit Petarden das auch lösen. Petarden sind halt Einheiten, Selbstmördereinheiten. Die haben ein Fass auf dem Rücken und ja, laufen gegen Gebäude oder gegen Strukturen und lassen diese explodieren. Also nicht gegen Bäume, aber so eine Mühle oder so ein Wall dann eben. Der ist dann auch mal ganz schnell weg. Und jetzt haben wir hier ja, den ersten Move von Donny, der hier sagt, da baue ich halt eine Castle. Jetzt hätte ich aber Donny doch empfohlen, bau doch hier ein Tor rein. Bau ein Tor rein, reiß hier so ein Stück Holzwall ab und bau deine Castle eben genau auf diesen strategischen Punkt. Nämlich hier hast du eine Anhöhe und alles, was hier unten stehen würde zum Beispiel, kriegt 25% mehr Schaden.
Oder hier zum Beispiel. Ei. Wenn hier dann die Federfallschützen kommen. Tja. Dann war's das. Auch hier. Immer noch. Ein Holzfällerlager. Hier sind zwar ein paar dabei, das auch zu tun. Jetzt werden noch ein paar weitere Ritter dazugepumpt. Das würde ich mir eigentlich gar nicht mehr empfehlen. Der hat doch gesehen, wie viele Pikniere der Donny hatte. So, Donny muss natürlich jetzt auch aufpassen, ist auch Haust, hat hier Armbrustschützen. Und diese Burg ist sehr, sehr wichtig, weil Donny hat damit Zugriff auf eine der stärksten Einheiten im Spiel. Das ist der Federfallschütze. Den kann er hier bauen. Wenn er denn Bock drauf hat. Das Schöne ist, was ich jetzt gerade sehe, ist halt einfach, Donny hat eigentlich, finde ich, gar nicht so schlecht reagiert, weil er weiß einfach, im offenen Duell mit Florentin verliere ich womöglich. So, naja, dann baut er sie halt hier. Na gut, hier kann er sie jetzt auch nicht mehr bauen. Castle ist auf jeden Fall oben. So, jetzt haben wir natürlich die Situation, Florentin sieht hier Donnys Castle. Weiß halt jetzt, womit das zu tun hat. So, und jetzt kommen wir genau wieder zu der Situation, die ich auch schon oft den beiden kritisiert habe. Er hat hier 1000 Nahrung, kein Holz, kein Gold, kein Stein. Ja, aber wie gesagt, Futter haben die hier, also daran sollte es nicht scheitern, aber er hat nichts anderes. Also da würde ich halt wirklich überdenken, Florentin, vielleicht doch noch ein paar mehr Dorfbewohner hierhin oder hierhin. Und vielleicht noch ein zweites Lumbercamp hierhin. Vielleicht klappt das dann auch irgendwann mit dem ersten Sieg gegen Donny. Und, oh, er baut jetzt hier ein Tor. Ja, Hauptsache, du hast ein Tor drin. Also ernsthaft, das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt müssen wir überlegen, aber plus zwei, er hat plus zwei Angriff, hier ist plus eins. Hat noch zwei. Oh, wozu denn bitte schön jetzt die Elite-Plänkler? Also, welcher Grund? Warum? Also ich meine, er hat gesehen, hi, hier nochmal. Er hat gesehen, er hat jede Menge Reiter. Gut, dass er jetzt diese Konquistatore baut und eine Burg hat, das kann Donny gar nicht wissen, die hat er noch gar nicht gesehen. Die sind natürlich gut gegen Konquistatore, diese Skirmisher, also Elite-Plänkler. Aber auch normale Armbrustschützen schaffen das eigentlich auch ganz gut, gegen diese anzutreten. Die haben hier plus zwei Rüstung. Und wie gesagt, da sie eine schießende Einheit sind, sind sie auch schwach gegen den direkten Counter. Das sind eben Skirmisher. Aber das, wie gesagt, kann eigentlich Donny gar nicht wissen, außer er schaut mal rüber. Und jetzt kommt es natürlich zum Clash, auf den wir so lange gewartet haben. Am versteckten Holz. Schade. Na. Ja. Bewachen sie das wohl weiterhin. Währenddessen sollte er auf jeden Fall, oh, und das macht er auch, weitere Einheiten bauen. Schauen wir mal in die Schmiede, da gibt es noch kein Upgrade. Aber auch hier, genau dasselbe wie bei Florentin. Oh, jede Menge Nahrung. Kaum Holz, kaum, obwohl Gold geht klar. Oh, wenn er jetzt noch ein bisschen Nahrung verkauft. Macht er. Boah, puh, das ist mal etwas, was Florentin noch nie gemacht hat. Und Florentin hat jetzt gleich einen entscheidenden Nachteil. Nämlich Donny ist jetzt auf dem Weg in die Imperialzeit. Chapeau, nicht schlecht. Also diese, dass man Sachen verkauft, die man im Überfluss hat, das kennt man nur von guten Spielern. Also, oh, lecker. Oh, jetzt töte doch. Und er patrouilliert sogar. Guck dir das an. Einheiten gebündelt. Er wird alle diese Schützen verlieren. Kickt hier aber 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Dorfbewohner schon mal. So, jetzt geh einfach hier rüber und mach weiter. Genau, Hit and Run. Da fehlt folgende Entwicklung. Das ist Ballistik oder Daumenring. Boom. 7, 8, 9. Jetzt haben wir 9 Tote zu verzeichnen. Ja, wenn er damit gekommen wäre, dann wäre das hier aber weggenascht. Das könnte er verlieren hier. So, da will ich kämpfen. Guck mal. Kämpfe! Komm. So. Ja, traut er sich nicht. Ja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Er hat auf jeden Fall Schaden gemacht und jetzt passiert natürlich genau das, was ich gedacht habe. Oh, er hat doch ein bisschen mehr Holz sich aneignen können. Jede Menge auf Stein jetzt.
kaum Gold. Aber ich glaube, das Problem, ja, da kann auch Donny ein Lied von singen. Hier sind nur drei traurige Arbeiter drauf, hier fünf. Also hier noch ein bisschen, also die ganzen Dödel hier hinschicken. Boots hat er halt wieder Gold und hat auch 1000 fucking Stein. Also da ist noch eine zweite Kessel drin und dann bald sogar eine dritte. Im Übrigen, seht ihr das? Das ist jetzt offen. So, wenn Florentin jetzt mit seinen Einheiten, die übrigens auch jetzt schon wieder gegen den Wolf kämpfen, also heute sind die Wölfe aber nicht auf Donnys Seite. Wenn jetzt Florentin mit all seinen Einheiten hier einmal durchhuscht, so, dann war es das. So, ein zweites Dorfzentrum mit nur einem Dorfbewohner gebaut, das dauert. Das dauert. Jetzt sieht er die Castle. Jetzt sieht er die Castle. Ja, verliert ein, verliert wohl zwei. Ja, zwei. Ja. Drei. Ne, doch nicht. Doch! Knapp. So, und jetzt hat er natürlich das größte Problem, was du dir vorstellen kannst. Du kämpfst gegen Konquistatore, aber nicht entwickelt. Und Reiter. Und jetzt kommt der erste Trebok. So, und diese ganzen Einheiten, was die hinten bewachen, na, das weiß nur Donny persönlich. Bei Florentin sieht es wie folgt aus, auch eben Imperialzeit. Punktetechnisch beide dicht beieinander, auch wenn Donny gerade drei Dorfzentren hat. Ja, gut, das eine wurde jetzt gerade ganz frisch gebaut. Ja, hier sollte er auf jeden Fall mehr auf Wirtschaft setzen. Hier haben wir jetzt eine Universität, auch Eliteplänkler auf Seiten von Florentin. Und jetzt soll es doch aber langsam mal losgehen hier. Mit ein bisschen Action. Wir haben jetzt schon 42 Ingame-Minuten. Manche Spiele, Teamgames, sind da vorbei. Und wir haben jetzt hier ein One-on-One, wo sich beide ja, lieber beschnuppern, anstatt sich zu bekriegen. So, auch die Entwicklung der leichten Kavallerie ist durch. Ja, und jetzt sollte eigentlich Donny merken, mein Trebok, sollte ich da nicht wollen? Ja, sollte er. An Florentins Stelle würde ich einfach mal reinklicken in die Basis. Und wenn er das machen würde, würde er merken, ups, da komme ich ja rein. So, und diese +1/+1 Pikeniere, die ballerst du auch mit diesen Reitern hier schon weg. Ist schon das Chevalier-Update irgendwo? Nö, sind auch nur bei zwei Stellen. Mehr Produktionsgebäude, Freunde. Also das ist noch... Uiuiui. Also, vielleicht... Oh ja, da haben wir das Defensiv-Upgrade, was er gebraucht hat. Ich würde mir noch raten, vielleicht macht er doch noch nicht Chevalier draus. Aber jetzt haben wir natürlich den Fight. Ja. So, und da haben wir natürlich nicht alle Einheiten von Donny am Start. Da haben wir ein paar. Und jetzt Walter. Oh, meine Güte. In letzter Sekunde. Aber ich glaube, das bringt nicht mehr so viel. Ich glaube, ja, der steht aber richtig sicher hier. Aber gut, dass Florentin auch, oder doch? Ja, jetzt kämpft er ihn. Das zum Beispiel würde ich nie tun, weil, A, könntest du jetzt mit deinen Dorfbewohnern erstmal diese Castle hier halten. Also sprich, da solltest du schon reparieren. Und jetzt kommen halt die Federfallschützen. Die das hier hätten auch andersrum entscheiden können. Vor allem, er hat hier noch ein paar Einheiten, er hat hier ein paar Einheiten. Also das kann man sich schon genau ansehen. Da oben steht ein Pikenier, da stehen welche, da, da. So, aber das war's dann auch schon, ne? Ja, und das Problem ist, ja erstmal, ja, das könntest du gewinnen. Jetzt fighte doch! Ach, um Himmels Willen, nämlich diese Einheiten haben nur +1 Attack-Upgrade und hier haben wir +2 Attack und +2 Defense-Upgrade. Ja, und das würde ich hier nicht so unbedingt angreifen. Da wird mich Donny wahrscheinlich auch fragen, erstmal würde ich ihn fragen, was machst du da? Aber Donny wird mich wahrscheinlich fragen, was macht man denn bitte als Maya gegen Skirmisher? Ja, gibt es halt ein paar Ideen. Zum einen kannst du Elite Eagle Warrior bauen, also Adlerkrieger. Aber vor allem, gerade wenn du deine einzige Goldeinheit der Plumed Archer sein soll, also sprich der Federfallschütze, wie wär's denn da mit einem Onager oder einer Mange oder ja, sowas? Hier würde ich halt auch gar nicht so weit mit Trieböcken vorgehen, sondern eher mit Siege Rams, also Belagerungsrammen. Und ja, die rammen das hier aber ja, ganz schnell rammeln die das weg. Ja,
Und jetzt sind das hier einfach zu wenige Schützen, zu wenige Einheiten. Diese Castle ist zu offensiv. Die wird auch down gehen. Die hätte ich eher defensiv gebaut, dass ich in Sicherheit meine Federfallschützen bauen kann. Und er baut wenigstens noch die Elite-Federfallschützen. Das Upgrade geht noch durch. Ja. Hier haben wir drei Trieböcke. Also ganz ehrlich, da würde ich jetzt ein paar Produktionsgebäude bauen. Jetzt sieh mal einer an. Wir haben einmal die Defensiv-Castle, die ich gerade angesprochen habe. Das ist wieder ein guter Punkt, den er macht. Und wir haben die Mangen hier. So, die sollte er auf jeden Fall schleunigst zu Onaga werden lassen. Wir haben halt auch mal wieder zu viel Nahrung, zu wenig Holz. Aber das Holz, das hat er sich auch irgendwie nicht verdient gerade. Also er benutzt es einfach nicht. Und zum anderen, oh, Moment. Die bewachen gar nicht mehr den Wald. Boah. So, und warum verschwendet er hier Einheiten? Er verschwendet sinnlos Einheiten. Florentin, ja, gut, er hat das 4er Attack Upgrade. Warum immer noch keine Chevaliere? Na, da kommt er. Chevalier Update. Wir haben noch keine Defensiv-Upgrades und nur ein Offensiv-Upgrade auf den Skirmishern. Also, wie gesagt, so viel ist das nicht. Das kriegt er hin. Wenn er hier einfach eine Mixtur macht zwischen Trash, also Skirmisher und Halberdiere, dann macht er das weg hier. Weil Pikeniere und Halberdiere, Halberdiere, sind gut gegen Konquistadore. Weil es ja auch reitende Einheiten sind. Und das sieht für mich, ja. Nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Oh, nee. Das ist teuer. Das, oh, das macht Florentin aber sehr, sehr gut. Der hat heute einen guten Lauf. Das Ding ist halt, ich muss ihm sagen, ja, 50 Minuten Ingame gespielt, der wurde zufrieden gelassen. Seine Wirtschaft ist jetzt auf jeden Fall an einem Punkt, wo ich sage, er kann eigentlich jetzt permanent alles nachpumpen. Er hat die Chevaliere, er kann jetzt sogar Paladine machen. Paladine kostet, glaube ich, 1350 Nahrung, 750 Gold. So, und jetzt marschiert er hier ein, ohne aufgehalten zu werden. Weil, ja, das ist alles, was am Militär da ist. Und das ist halt, ja, das ist halt ein Gemetzel jetzt. Das ist GG. Onaga Upgrade zu spät. Bringt jetzt nichts mehr. Keine Halberdiere, nur eine Kaserne, wenn ich das richtig sehe. Oh, Moment, falsch. Bei Donny wollen wir reinzucken. Ja, wir haben drei Kasernen. Aber zu wenig. Da müsste jetzt 10 Kasernen stehen, dass er genug Halberdiere raushaut. Und nochmal 6 Schießanlagen. Aber wie gesagt, oh, wir haben kein Holz. Es mangelt an Holz. Es mangelt an Gold, es mangelt an Stein, es mangelt an Skill. Ah. Das war's. Schade, ganz ehrlich, Donny hat den Anfang sehr gut hinbekommen. Also ein paar Kleinigkeiten sind natürlich immer. Der Anfang war gut, dann schöner Wall an einigen Stellen. Aber dann zu passiv, zu wenige Einheiten nachgebaut. Das Makromanagement auf die falschen Ressourcen gelegt. Jetzt natürlich wird noch ein bisschen was verkauft und nachgepumpt, aber ja, das ist GG. Ja, gegen Ende war dann Donny jetzt aber nicht mehr so fleißig. Da hat er, glaube ich, sich ein bisschen zu sehr zurückgelehnt sogar. Hat hier sogar noch einen Goldspot, den er gar nicht genutzt hat. Ja, und das ist jetzt wirklich hier. Puh. Das ist GG. GG. Schreib es. Das funktioniert nicht mehr. Upgrades immer noch. Keine Defensiv-Upgrades für die Konquistadore als auch für die Plänkler nicht. Braucht man jetzt auch nicht. Das ist. Das war's. Hier sind. Ja. Ja, hier hat einer Bock, einen Orden zu bekommen. Für genug schlechter Wahnsinn. Also genug Gemetzel. Ich alleine habe 300 Dorfbewohner getötet. Und da kommt das GG. Da muss er auch aufgeben. Und dann war's das. Schade. Halberdiere kommen jetzt raus. GG. Ah, die hätten das vielleicht noch mal drehen können. Schade. GG. Ganz ehrlich, ein sehr, sehr interessantes Spiel. Und vor allem am Anfang beide auf der gleichen Höhe. Ganz ehrlich. Sehr, sehr, sehr schön. So viel Bullshit gebaut am Anfang. Ja. Holy crap, Alter. Am Anfang war Donny besser. Das erste Schaf, meilenweit erstmal weg, komplett alles hey,
Also das, den Start hat Florentin tausendmal besser hinbekommen als Donny tausendmal besser hinbekommen. Auf jeden Fall. Florentin haut irgendwo ein Schaf kaputt. Ja, das war Missklick einfach. Dann habe ich mir den Tanz deiner Dorfbewohner angesehen am Holz. Weil wir haben lass mal bitte kurz. Ah, ja. Was war da Marco los? Wir gehen ganz kurz in die Werbung und kommen gleich zurück mit der Analyse. Bis gleich. Zurück bei einer Runde mit Age of Empires. Das Spiel Florentin gegen Donny ist gerade entschieden worden. Marco, du hast es gesehen. Bevor wir in die Analyse starten, möchte ich erstmal eins sagen. Ein historisch völlig akkurates Ereignis, das wir da gerade gesehen haben. Die Spanier erschießen die Maya und nehmen ihr Land weg. Oh, können wir also dieses Blinken bitte ausmachen? Das historisch völlig korrekt. Marco, wie hast du das Spiel gesehen? Hau mal rein. Ganz ehrlich, erstmal beide gut gespielt am Anfang. Also sah es erst danach aus, als würde Florentin einbrechen an seinem Fehlstart, weil das Schaf zu weit weg gesnackt und hier hast du einen Wall mit Häusern gebaut, um dein Gold anscheinend irgendwie zu verhindern. Also sprich, wenn Dorfbewohner dort bedrängt worden wären, dann hätten sie irgendwie sich hier durchkämpfen müssen durch diese Häuser. Das war nicht so clever. Donny hingegen, wie gesagt, ey, ganz ehrlich, fast ein lupenreiner Start. Eine schöne brennende Base hast du da gebaut, Donny. Ach komm. Nur warte mal, Florentin. Nee, jetzt kommen wir dazu. Erstmal, du, immer wieder sehe ich das bei dir, nur ein Holzfällerlager ist ein bisschen zu wenig und du hattest auch am Anfang massive Holzprobleme. Fucking Holzprobleme, ey, ich bin fast durchgedreht. Ja. Ich glaube, kurz vor Ritterzeit und es hat gar nicht. Ich hatte bestimmt 2 Minuten lang nicht genug Holz, um mir die Schmiede zu bauen, um zu Ritterzeit zu kommen. Es war so fucking frustrierend. Ja. Schaue ich meine scheiß Holzarbeit auf der anderen Seite des Waldes komplett, ey. Da hätte ich schon fast getiltet und aufgehört. Aber ich hatte am Anfang aber auch Holzprobleme. Ja. Ich habe das nochmal Neues aufgemacht. Ich hatte vor allem eine Sache. Ich glaube, meiner Meinung nach ist deswegen auch gescheitert, warum ich verloren habe. Ich hatte zu viel Nahrung. Ich hatte wieder das gleiche Problem wie immer. Ich habe von einer Ressource zu viel und reagiere dann zu spät, quasi zu sehen, okay, ich habe 3000 Nahrung, mir fehlt aber Gold irgendwie umzuschiften. Aber habe ich gemacht, ich habe verkauft, aber ich hatte auch wenig Gold in meinem Lager. Ich habe ja zugewallt, muss man auch sagen. Ja. Ich bin echt stolz auf dieses Wallen. Ich habe das, glaube ich, echt gut gemacht. Ich habe früh die Taktik gefahren, abzuwallen, habe dann deine ersten Angriffe dadurch auch abgewehrt. Ich glaube, sonst wäre ich auch gearscht gewesen. Du bist ja mit ein paar Spielern gekommen. Ja. Die konnte ich dann abwehren. Dadurch habe ich mir natürlich aber wieder, habe ich mich selber ja eingeschränkt. Ne? Also ich habe jetzt nur meinen oberen rechten Bereich. Gold ist dann weg. Ich muss dann das nutzen, was ich da habe. Das ging mir dann aus. Naja, du hattest doch 2 Lager, also 2 Goldminen. Die waren halt. Aber die haben irgendwie nicht viel produziert. Kann das sein, dass die Maya auch echt keine guten Gold-Upgrades haben? Nein. Du hattest hier 3 Dorfbewohner an diesem Gold und hier waren 4. Ich hatte da zwischenzeitlich sogar 12 oder so. Ich habe mega reingehauen ins Gold. Also du siehst ja jetzt hier oben, die wurden ja gar nicht angeknuspert. Hier hat es dann später mehr, ja. Aber da war es halt schon viel zu spät. Ja. Also das war sehr, sehr spät. Ah, ich war vor dir, Imp. Ja, genau. Also deswegen, ich sag mal so, also Ressourcenmanagement sah eins. Aber wie gesagt, was ich mega geil fand, war die Situation, als du den Markt gebaut hast. Ich sehe, du hast mega viel Food und verkaufst das und gehst Imp. Das fand ich schön konsequent, war cool. Gut gespielt. Das freut mich. War wirklich schön gemacht. Einzige, wie gesagt, wo ich dich jetzt auch mal wieder ein bisschen runterhole, aber war das Lumbercamp war halt nicht so stark. Das war nicht so gut, das war sofort weg, ne? Genau, hier hattest du dann ein besseres, hattest halt aber leider sehr, sehr spät erst das 2. und 3. Dorfzentrum. Ja. Da hattest du nämlich auch genau in der Situation, wo Florentin Holzmangel hatte, hattest du auch Holzmangel. Mhm. So, und das hat euch beide so ein bisschen so in die Bredouille gerückt. Aber ich finde, Donny hatte die deutlich bessere Ausgangssituation, weil er hier in Ruhe seinen gewaltigen mexikanischen Wall hochziehen konnte. Die ich sogar zum befestigten Wall übrigens Dings. Von 1800 Lebenspunkte auf 3000, also da kommst du in der Ritterzeit nur sehr, sehr, sehr schwer durch. Mhm. Was du dann aber nicht gemacht hast, ist, du hast dich ja hinter verkrochen und hast gar nichts mehr gemacht. Du hast hier einmal angegriffen kurz, da hast du 9 Villager getötet, da kam er mit ein paar Konquistatoren, die keine Upgrades hatten. Und die hättest du auch besiegen können. Die hätte ich besiegen können. Ja. Okay, das ist ein ganz klarer Fail dann. Das wusste ich nicht. Ich habe dann das ist einfach das Unwissen bei mir. Ich wusste nicht, dass ich die schlagen kann. Ich dachte, die sind stark und bin dann abgehauen. Das waren ja nur 5, 6 Stück und du hattest halt 12 Bogenschützen. Und die waren auch ganz gut abgegildet. Ja. Kurze Frage, welche Upgrades gehen denn für Conquistadore? Da geht doch nichts durch. Doch, du hast Schützen oder was? Genau, das Defensiv-Upgrade für Schützen. Aber das ist aktiv, nicht das Angriff. Nein, das Angriff, das ist ja nur für Pfeile. Du hast ja da schon Schießpulver.
Aber die Defensive-Upgrades für alle Schützen, die zählen auch. Ach, die zählen auch berittene Bogenschützen als Schützen und nicht als Kavallerie. Aber kann es denn sein, dass die Triebocke oder Triebocke, dass die sehr stark sind bei den Spaniern? Du hattest ja irgendwie zwei in meine Burg, die war in fucking. Die haben viel Fernkampfrüstung. Die waren super schnell unten. Ich wollte ja auch hin. Also, ich gebe dir recht, Marco, wenn du sagst, ich habe. Nicht viel gemacht, aber dass ich gar nichts gemacht habe, stimmt eigentlich nicht. Nein, ich habe auch nicht viel gemacht. Ich habe ja geboomt und habe in der Zeit auch Armee aufgebaut. Ich habe ziemlich viele Federpfeilschützen gemacht, dann auch meine zweite Burg gebaut und so, und die auch zur Elite gemacht. Wollte mir dann eine Armee aufbauen. Und dann hast du aber einfach das Timing gut gehabt. Du hast dann sofort deine Triebburg ausgepackt, mit denen du hast sehr viele Reiter gehabt und so. Dann hatte ich keine Chance, ehrlich gesagt. Ja, doch, hättest du. Das Problem war, deine Einheiten, die du hattest, und da waren halt wirklich auch gute Counter dabei. Deine Skirmisher sind sogar jetzt noch stärker als die von Florentin, weil wie du siehst, kein Defensiv-Upgrade, nur das +2 Angriffs-Update. Das hattest du auch, aber du hattest halt eben auch die Defensiv-Upgrades. Aber dann standen hier ein paar Einheiten rum, hier ein paar, hier und hier liefen die raus und dann hast du halt einen ganzen Schwall von Federfallschützen verloren, weil die dann auf einmal hier gekämpft haben und sich dann erst spät zurückgezogen haben. Und was du auch dann vergessen hast, als hier schon Florentin angefangen hat, deine Burg anzuknuspern, einfach weiter Einheiten bauen, Produktionsgebäude bauen, vor allem Halberdiere bauen, weil du hast gesehen, er hat jede Menge Reiter, er hat Konquistatore und Konquistatore sind halt schwach gegen Skirmisher und gegen ihre Halberdiere. Und wenn du davon nur diese Kombo hast, ja, dann gewinnst du auch den Fight. Jetzt, Moment, gegen Halberdiere zählen sie dann doch wieder als Kavallerie. Ja, die sind ja auch eine reitende Einheit. Also jetzt, wo du es gerade auch sagst, sehe ich auch einen großen Fehler von mir jetzt im Nachhinein. Das ist natürlich, ist man immer schlauer. Aber ich glaube tatsächlich, du hast recht mit, ich hatte ja eine, das war eine Defensivburg hinter meiner Mauer, die du dann angegriffen hast. Eigentlich hätte ich ja jetzt sagen können, ja gut, dann ist sie halt weg. Genau. Ich habe mich ja verziehen können. Du musst ja erst durch die Mauer, du musst ja erstmal bei mir rein sozusagen. Genau. Und da hätte ich ja eigentlich dann wahrscheinlich mehr Zeit gehabt, was aufzubauen. Ja. Während ich weiß, du bist ja da, du kommst mit deinen Reitern, du kommst demnächst rein, da hätte ich ich bin ja dann dumm, ich bin ja rausgegangen, mit allen Einheiten immer, in kleinen Grüppchen, und die hast du dann sofort abgefrühstückt. Das, was du dann gemacht hast, ist, als diese Burg hier angegriffen wurde, ist, du hast hier direkt daneben eine zweite Burg gebaut. Ja, ich weiß, die war vielleicht nicht so schlau, ne? Also, wirklich, ich habe auch genau in dem Moment, habe ich gesagt, also da würde ich in der Situation, würde ich erstmal, da gibt es halt zwei Möglichkeiten, wo ich mich gefragt habe, ja, was macht man denn jetzt gegen diese Einheitenkombination? Eagle Warrior sind halt perfekt gegen das hier. Habe ich gar keine gebaut. Genau, sind aber sehr schwach gegen das hier. Also von daher waren Skirmisher schon eine gute Wahl, aber ich hätte, was du dann auch getan hast, deswegen fand ich das mega cool, ich sag das und ich sehe hier, wird eine Waffenschmiede gebaut, sind Onager. Ja, und das ich hab Onager die auch upgraded. Ja, genau, das Onager-Upgrade kam aber leider schon, war dann erst fertig, als er schon hier drin war. Ja. Und dann habe ich noch gesagt, ja, dann wäre es noch klug, eine Defensiv-Castle zu bauen, um weiterhin Federfallschützen zu haben. Die hat es dann hier. Das war auch sehr gut. Nur, wie gesagt, diese Burg hier vorne, die hätte ich dann eher scheiße, hier gebaut. Oder hier gebaut, dass du dann weiterhin einen zweiten Defensivgrad hast und halt mehr Federfallschützen bauen kannst. Ja, kurze Frage zu den Onagern. Ja. Da hat mich eins sehr gewundert, muss ich ganz sagen. Okay, die hatten das Update noch nicht. Du hast ja gesehen, ich habe sie schon angeklickt, die waren da noch nicht fertig. Aber ich hatte ja drei Stück hinter der Mauer und die haben null Schaden gemacht gegen die Konditionen. Die haben muss ich sagen. Ich habe 3-4 direkte Treffer gehabt. Was ist da los? Du hast einmal getroffen, den Rest hat Florentin sehr gut weggemicrowed. Du hast einfach dich so bewegt oder was? Aber das hat mich echt genervt. Da habe ich gedacht, okay, drei Onager, Alter, da muss doch mindestens mal eine Salve sitzen. Weißt du, was du machen kannst da, wenn du halt Onager hast und dann auch drei Stück, dann benutze den manuell angreifen Befehl. Womit man auch Holz und so kaputt machen kann. Genau. Ne? Aber ich wusste nicht mehr, wie der geht. Deswegen musste ich immer dieses Abwartding machen, bin nach hinten gelaufen und dann nochmal so eine Salve zu machen. Ja. Also ich hätte das gerne gemacht, dieses Antizipieren, also quasi wohin schießen, wo ich denke, er läuft jetzt gleich hin. Ne? Genau. Das hätte ich gerne gemacht. Ja. Ich glaube, das ist die Taste R. Ansonsten kannst du sie auch manuell anklicken unten links. Aber trotzdem, wie gesagt, muss im Großen und Ganzen sagen, trotzdem war es ein schönes Spiel. Wie gesagt, ich fand die Strategie mit der Mauer sehr gut. Ich fand Florentin. Und endlich mal nicht dumm gewollt. Ja, also nicht komplett dumm. Eigentlich mal wirklich nicht. Ich habe auch extra Mühe gegeben zu gucken, okay. Aber da muss man auch dazu sagen, hat man vielleicht auch gesehen, dass ich dadurch natürlich auch viele Villager-Zeit verbraucht habe. Ne? Ich bin mit dem einen Villager da hoch, aber mir war das so wichtig, einfach dieses Vorgewohr schnell wegzumachen mit dem. Mein Speer war ganz unten bei dir. Ich dachte einfach, ich muss unbedingt finden, wo noch eine Lücke ist, wo du durchkommen hättest. Ja. Du hättest übrigens, vielleicht hat es Marco auch kommentiert, ich hatte eine Lücke auch bei diesem Kreis. Die hättest du eigentlich durchkönnen. Die habe ich tausendmal kommentiert und gesagt, ich habe die dann schnell nachgedingst. Genau, also das Einzige, der Wall ist gut, also die ganzen Walls sind gut, bis auf den hier, der
ab Downhill gebaut wurde, ja, wo du auch einen Dorfbewohner schon im dunklen Zeitalter hättest verlieren können, ja, hätte Florentin diesen Angriff durchgezogen, den hast du dann am Wolf und Florentin verloren. Ja, ja. Aber da habe ich auch wieder, sorry, wenn ich unterbreche, ich habe aber da auch wieder auf dich gehört, schon wieder, zum, also ich bin da echt froh, dass der Marco uns immer Tipps gibt. Und zwar war das ja in der dunklen Zeit und deswegen habe ich, ja, dich einfach angegriffen mit dem Dorfbewohner. Ja, weil ich schon Loom hatte, ich hatte schon Webstuhl, da musste ich... Aber du warst Downhill. Ja, okay, das habe ich, das ist jetzt Profi-Level, das habe ich nicht gesehen. Gut, okay. Gut, okay. Okay. Wir sind heiß, wir sind warm. Jetzt kommt das eigentliche Match hier. Und zwar, Donny und ich begraben das Kriegsbeil wieder und schließen uns zusammen und fokussieren die Kraft der Freundschaft gegen Marco. Rüber, Alter. Es gibt einen Hack. Geh, geh. Es war ein richtig geiles Spiel. Es war ein schönes Spiel. Wir sind jetzt ein Team wieder. Okay, jetzt geht das Spiel los. Marco gegen Donny und Florentin. Und ich würde sagen, wir sind noch nicht ganz bereit. Wir brauchen noch eine Kleinigkeit, um gegen Marco bestehen zu können. Skill. Ja. Und zwar natürlich das passende Outfit, das Marco natürlich immer so fantastisch vorlegt. Ja, ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Und wir natürlich auch nachziehen wollen. Das ist ja klar. Ich habe da für dich was. Dankeschön. Kannst, wenn vielleicht die Regie einfach kurz wartet, bis wir da uns vorbereiten. Kannst du da kurz erzählen nochmal, Marco, wie du das so... Ich weiß ja nicht, was ihr jetzt vorhabt. Ich kann ja nur darauf warten, was jetzt passieren wird. Und ich weiß halt, ich bin halt wirklich gespannt, was ihr jetzt gerade macht und ich freue mich erstmal aufs Spiel und eigentlich ist es mir egal, was ihr dabei anhabt, ob ihr komplett nackt seid, ob ihr nur obenrum was anhabt. Ganz im Gegenteil, wir sind angezogen für dieses epische Match. Habt ihr jetzt auch, ihr jetzt auch Westen? Natürlich. Hallo. Haben wir Westen. Einen schönen guten Abend. Ich muss mir noch kurz mal meine... Und ich frag dich vorher noch, für was ist diese Weste denn bitte? Mach mal hier nochmal... Ja, einfach auch mal geguckt. Na dann. Na gut, wir hatten es eigentlich komplett anders vor. Wir haben es genau. Meine Gentlemen, wir sind bereit. Vor allem mit Fliege beide, wirklich. Es könnte, jetzt merkt man an der Stelle, dass wir beide noch nie eine Fliege getragen haben. es könnte das letzte Spiel Age of Empires die Scheiße? Auf diesem Sender sein, wenn Clip. Wir es schaffen, Marco zu besiegen. Marco, weißt du schon? Ich mach, warte, wir machen offen so ein bisschen wie so Stripper. So, wir haben jetzt gerade schon das Ding gemacht, wir haben schon auf und so, wir haben so ein bisschen. Du bist wirklich. Marco, lad ein. Ja, hab ich. Kannst du schon sagen, welches Volk du spielst? Ja, das kann ich sagen. Ich nehme die Chinesen. Ich finde das auch ganz cool. Das könnte ich auch einfach so heute Abend noch so zum Weggehen tragen, finde ich. Ich habe noch keine Einladung bekommen. Oder Paul, was sagst du, wenn du noch mal kurz. Die Chinesen. Möchtest du für unsere unerfahrenen Zuschauer... Das kann ich tragen, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Möchtest du für unsere unerfahrenen Zuschauer ganz kurz betonen, was sind die Stärken? Ich spiele Age of Empires. Ja, das kann man halt auch gerne bei meinem Bildschirm einfach direkt sehen. Sie beginnen auf jeden Fall mit 3 Dorfbewohnern mehr. Sie haben vor allem diesen immensen Vorteil, dass Technologien immer günstiger werden. Technologien? Immer günstiger. Und auch Dorfzentren beherbergen 10 Dorfbewohner mehr, also beherbergen 10 Dorfbewohner anstatt 5. Deswegen muss ich am Anfang anstatt 2 Häuser nur ein Haus bauen. So, und Felder produzieren plus 45. Guckt Nahrung. Eigentlich jemand in den Chat? Ja, ich gucke ein bisschen in den Twitch-Chat gerade. Ich habe noch keine Einladung bekommen, bitte. Du hast eine Einladung? Ich glaube, Chinesen haben auch gute Schützen, so wie ich das sehe. Ja, die haben alles ganz gut. Ja, die haben alles ganz gut, ne? Ist alles gleich. Also ich werd mit allem rechnen. Entschuldigen Sie, Herr Ober, ich hätte dann gerne einen Gin Tonic, gerne bitte. Gerne. Bringe ich Ihnen. Mit Gurke? Gleichzeitig mit Gurke, Sieg bitte, ja. Naja. Gegen Marco. Ja, ich spiele die Spanier. Ganz überraschend. Donny, wie schaut's bei dir aus? Ja, was nehmt ihr? Spanier, oh, wie überraschend. Ich sag mal, Schuster, bleib bei deinen fucking Leisten. Mhm. Oh ja. Ich bin der geile Meiermann. Meiermann? Also. Gerade noch besiegt, jetzt Teil der königlich-spanischen Armee. Ja. Gemeinsam ziehen wir aus die Kolonialarmee. Die Kolonialarmee gegen die Chinesen. Ein historisch interessantes Setting, das wir haben. Ja. Oh, Maya. Marco. Hi. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Angst hast du vor dem Flonny-Sturm? Da ich das letzte Mal gesagt habe, das war eine 4. Ihr seid jetzt eingespielt, ne? Ja. Aber ihr wart letztes Mal auch leicht schwächer als davor, würde ich sagen. Will ich heute wieder zu 3 tendieren. Oh! Diese Arroganz, die damit losgeht. Wir haben eine Map, 2 Spieler, ist das richtig? Oder werden das noch 3? Das wären auch noch 3 sogar, gut. Gucke. Ja. Ja. Na dann, sind wir bereit und ich würde sagen, los geht's. Sofort los? Viel Spaß. GLHF.
Ja, Hashtag Flonny, bitte weiter fleißig twittern. Wir haben schon ein bisschen reingeguckt, das freut uns sehr. Keine Fehler mehr. Jetzt unser Again. Los geht's. Also starten wir sofort ohne Werbung oder machen wir noch eine Werbung? Ich glaube, wir hauen rein. Es gibt keine Werbung. Los geht's. Oh, dann, oh Gott, oh Gott. Willkommen in der Primetime, Marco. Dann, Donny, einmal bitte noch das Team wählen, sonst spielst du hier auch. Hab ich. Ach so, Team. Ah ja, stimmt. Ja, ja, hast recht. Tu es. Sehr gut. Farbe passt. Dann wünsche ich euch beiden sehr, sehr viel Spaß. GLHF. HF Gell. Oh, Kopfhörer. Da gibt's natürlich noch einen. Komm schon, Florentin! Komm schon! So, wir wollen natürlich schnell unser So, siehst du. Das ist halt der Vorteil, wenn man mit Villagern am Anfang noch scoutet. Man findet relativ fix das, was man braucht. Oh Gott, ist die Maus kurz weggerutscht. So. So, und das ist halt, ja, das ist sehr gut für mich. Also ich habe jetzt meine Schäfchen relativ früh gefunden. Und ja, somit bin ich im größten Ärger eigentlich jetzt schon aus dem Weg gegangen. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man mit so vielen Dorfbewohnern am Anfang dumm rumsteht. Also meine waren jetzt auch länger untätig, aber nicht so lange, dass es richtig doll wehtut. So geht's noch klar. So, jetzt kann man hier, schon das erste Schaf anhauen. Wie gesagt, die sind jetzt fertig und können sofort darüber gehen. Hier haben wir die weiteren Schäfchen. Das ist schön. So. Und jetzt wird man mich sehr oft Food-Troppen sehen. Weil eben, wie gesagt, dieser Bonus, dass man mehr Villager hat, da sind die letzten Schäfchen, ist natürlich auch ein bisschen, vom Timing her, ist dann sehr viel anders. Deswegen muss man immer droppen, wie blöde. Aber das passt schon. Uff, der war ein bisschen spät, hätte ich ein bisschen früher meine Schäfchen hinschicken müssen. Oh. Ja, also im Grunde, also ich finde, die Chinesen machen auch Spaß. Also ist mal was anderes, also mit so vielen Dorfbewohnern zu starten. So. Okay. Wo ist denn mein erster Bohr? War da hinten. Mein zweiter Bohr, den habe ich noch gar nicht gefunden. Ui, noch nicht perfekt, aber wie gesagt, das wird schon hier. Übrigens, ich habe auch mal mit Jochen Dominikus telefoniert. Der hat auch Bock. Da ist, glaube ich, ein Bohr, ja. Der hätte auch Bock mitzumachen. So. Oh, nee. Ne? Jetzt muss ich das Schaf hier noch anknuspern, dass ich einen Dorfbewohner bauen kann. Weil sonst klappt das hier alles wieder nicht. So, wo haben wir denn Schäfchen? Ja. Alles gut. Beruhig dich. Alles ist in Ordnung. Kanonell. Komm, ein motherfucking Nahrung. Mir läuft alles ganz okay, gut. Ich hab seinen Speer. Das ist dein Speer? Ja, fick ihn. Boah, ich höre dich überhaupt nicht. Ja, mach ein Ohr auf. Ah, scheiße. Ja, ich hab auch verrafft. Ich hab mein fucking Bohr verrafft. Ich bin ein Depp. Ich hab einfach nicht aufgepasst. Ich bin ein fucking Vollidiot. Nicht so wild, kein Problem. Ich hab einen Villager verloren, ich Idiot. Einfach, weil ich nicht aufgepasst habe. Fuck! Mit Lumen alles ist sogar. Alles ist gut. Nicht aufregen, chillen. Wir sind zu zweit. Ja, es war trotzdem einfach dumm. Konstruiert.
Kasal. 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 Ich habe ihn noch nicht gefragt. Weißt du schon, wo er ist? Nee, ich suche gerade noch. Ich guck mal oben rechts. Ach Gott. Na gut. Es hätte noch schlimmer werden können. Egal. Oh, shit. Aufpassen. So. Aufpassen. So, aufpassen. Und stopp. So. Uff, und natürlich nicht Haus sein. Haus sein ist schlimm. Oh, da ist noch ein Reh. Komm, das wollen wir ein. Verdammt. Okay. Donny, jede Menge Punkte, nicht schlimm. Wie gesagt, das ist alles noch im grünen Bereich. Also mein Start hätte deutlich besser sein können. Normalerweise müsste ich jetzt schon auf 21 sein. Dann bist du noch Haus, dann bist du halt am Anfang idle. Das geht alles besser. So. Ja, lasst euch von den Punkten nicht irritieren. Das geht alles. So. 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 Perfekt. Okay, machen wir doch gleich mal natürlich Ressourcen abbauen. Also das ist auch immer etwas, was man erstmal machen sollte. Erst die natürlichen Ressourcen abbauen. Und dann erst auf Felder wechseln eigentlich. So, tschüss. So. Ja, aber Felder sind natürlich auch eine schnelle... Verdammt, ich bin heute aber auch lahm. Eine schnelle Nahrungsbeschaffungsquelle. Deswegen kann man die auch schon ein bisschen früher bauen. Jetzt. So, jetzt hoffe ich, dass ich noch genau hinkomme. Ah, es wird knapp, aber nur kurz idle. Das geht also noch. Idlen ist halt nicht so geil. So, ich habe jetzt einfach mal zwei. Ach komm, holen wir uns den Rest auch noch. Wir gucken gleich, wo die sind. So. So, haben wir das. Dann machen wir nur 27 diesmal. So, und dann gehen wir ab. So. Oh, hatte ich doch. Okay, dann gehen wir mal ab. So. Ja. Schade. Schautzka. Da ist er. Oh Mann, so eine dumme Stelle, ey. Tavish? Kanunel. Jastimban? Ashti. Kanunel. Kanunel. Agora, construir. Plasme. Cazar. Kann auch sein, dass die jetzt Fast Castle gehen. Aber... müssen sie jetzt aber auch langsam sich sputen. Uff. So. So. Effekt. So, das passt auch, das passt auch, das passt auch. Jetzt wollen wir die mal suchen.
So. Ich weiß nicht, was bei denen los ist. Also entweder haben die auch einen schlechten Start erwischt oder ja. Oder eben nicht. Jetzt haben sie. Jetzt sind sie soweit. So. Oh. Ja, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. So. Das verlierst du jetzt aber. Ladida. Oh, das hat er schön gemacht. Na komm. Dann gehen wir noch einmal um die Mauer. Okay. Das kann man auch immer überprüfen. Oh Gott, eitel. Da eitelt einer rum. Obwohl, das braucht man nicht. Das braucht man nicht. So. Da ist er jetzt dort. So. Einfach als Verteidigung gegen das, was auch immer kommen soll da. Das Schöne ist, die haben ja noch nicht gesehen, dass ich jetzt auf Ritter gehe. So, das kann man auch optimaler lösen hier. Dahin und dahin. Da kannst du auch mitmachen hier. So. Dann musst du dahin. Du machst hier. So. Okay. Okay. So, läuft doch. So, ihr baut gleich ein Dorfzentrum hier hin. Braucht noch ein bisschen. So. Perfektes Dorfzentrum. An zwei Ressourcen direkt dran. Ja, in der Base. Ich mache jetzt ein paar Schützen und gehe zu ihm. Utska. Schau. 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 Utska. Schastimban. Schau. Utska. Okay, ich guck mir mal sein Lager hier an, was er so macht. Schastimban. Schau. Utska. Utska. Schau. Utska. Utska. Kokaya. So. Oh shit, zwei Ritter. Zwei Ritter in meiner Base. Okay, ich hab nix. Ich kann dir nicht helfen. Ah, scheiße, meine kommen erst noch. Mach. Okay, der hat mich gerusht. Okay, zwei Ritter kommen wahrscheinlich jetzt in deine Richtung. Jo. Aber hast du es verteidigen können? Ja, ja, ich habe auch zwei Ritter. So, jetzt nicht unterkriegen lassen, chillen. Nicht hektisch werden, alles ist gut, alles ist gut. Du hast auch Zeug. Chill dein Leben. Hast du einen Marktplatz? Noch nicht. Soll ich bauen? Ja, früher oder später schon. Okay, ich baue schnell. Leg. Ja, ich auch. Egal, ich baue einen. Muss doch jetzt Haus fertig bauen, dann baue ich einen. Bitte, Leute, gehorcht mir! Bitte! Warum? Jesus Christ. Okay. Langsam, langsam. Ruhig, 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 ruhig. Upgrades. Kein Holz. Okay. Kann sein, dass er zu dir kommt. Mit zwei Rittern, vielleicht mittlerweile auch schon vier. Ja, ich mach Speerkämpfer, alles gut. Ich hab schon ein paar Einheiten. Ich kann den abwehren wahrscheinlich. Ich frag mich nur gerade, wo ich am besten abbohre. Hier, okay.
World of Warships will ein Update. Warte, warte, warte. Wo dengelt der rum? Wo dengelt der rum? Ich weiß nicht, bei mir noch gar nicht. Alles gut. Gerade ist ruhig. Ich hab Marktplatz, habe ich auch gleich fertig. Hier kommt er mit zwei Rittern jetzt, aber er wird merken, dass der Wall da ist. Sehr gut. Ich habe keinen Wall, sorry, das habe ich verdüngelt. Wo? Okay. Okay, jetzt läuft's. Jetzt kann ich gleich hochklicken. Ah, fucking Wölfe, verpiss dich! Ich hab keine motherfucking Holz, ey. Ah, scheiße. Jetzt hat er meinen Speer, egal. So. So. Oh, da brauche ich noch ein bisschen mehr Nahrung. Ihr seht schon, normalerweise kostet hier Schubkarre 175 Nahrung. So, und hier kostet einfach nur 148 Nahrung. Cheap as fuck. So, also versuchen wir jetzt mal ein bisschen Stress zu machen. Ein bisschen mehr Stress als sonst. So, ich baue das hier mal nach. Habe ich schon. Mach mal so mal. So. Und jetzt geht mal da. Macht mal da ordentlich Stress. So, wenn wir Florentin nämlich GG setzen, dann kann sich Donny einwallen, wie er will. Ritterzeit. Nicht so schlimm. So. Gehen wir mal da runter. Ja, ich sag mal eins. Eins macht Johnny gut. Er wallt sich ein. Aber andererseits muss man auch sagen, oh, dann seinen Mate so allein zu lassen, ist auch nicht so schön. Also damals gab es halt berühmte Clans namens ja, die Polen. Also die heißen nicht die Polen, aber PL. Und die haben immer verrückte Strategien gespielt. Eine davon war, dass PLP Spanier genommen hat, genau wie Florentin. Nur er hat komplett auf die Spezialtechnologie gesetzt, nämlich dass Dorfbewohner unfassbar stark werden. Und ja, die machen dann alles nieder. Oh, warte mal. Darauf habe ich jetzt zum Beispiel auch kaum geachtet. Mal ein Häuserchen zu. Mann, die stehen hier rum. Oh, ich hab schon wieder so ein hügeliges Scheiß. Okay, ich werde angegriffen, geradet wieder. Ich glaube, ich kann das nicht abhalten. Okay, ja, ich bin hier mit einer Truppe, die kommt jetzt. Sag mir, wo die sind. Hier. Wir müssen den einfach auch raiden. Ja, er ist bei mir in der Base. Okay, ich bin da. Und mit ein paar Leuten. Schaden. Ich komme jetzt von Norden. So, ich habe hier seinen einen. So, die machen wir fertig. Komm. Der haut ab. Richtig so. Nicht hinterherrennen, Florentin. Nicht wieder hinterherrennen. Lass ihn weg, lass ihn abhauen. Das ist gut für uns. Bloß nicht hinterherrennen. Florentin, bleib hier. Mit den Einheiten. Ja, bleib ich. Mann, was ist denn los mit euch? Bei mir arbeitet keiner mehr.
Ich hab kein Holz. Ich hab leider kein Holz. Ich hab auch Holzmangel, ich hab gerade nichts. Ach komm, ey. Ach, ey. Jetzt mich verarschen. Muss ich das einzeln wegklicken? Ja, ich glaub's nicht. Ah, scheiße, der kommt bei mir rein mit vielen, scheiße. Ich glaube, das war's. Scheiße, der kommt bei mir voll rein. Scheiße, jetzt kam er. Unerwartet. Ja, also jetzt greift er mal ein Dorfzentrum an. Ja. Bin auf dem Weg, aber das dauert halt eine Weile. Ja, wenn es keine Kavallerie ist, wird das nichts bringen. Utska, Shastimban, Shastimban, Utska. Ja. Du kannst mich vielleicht noch retten. Hier oben ist er mit Rittern, mit irgendwie 10 Stück. Voll im Arsch. So. So. Ja, will ich noch nicht kämpfen, machen wir dann. So, jetzt ist natürlich. Das haben wir jede Menge. Jetzt fehlt mir natürlich das Gebäude, das Entscheidende. Ja, ich könnte es fighten, aber. Brauche ich nicht. Unbedingt. So. Hey. Hat der Upgrades? Hat doch nicht mal Upgrades. Digga, was ist denn da los? Also, die sind halt dann irgendwie konsterniert, so wie sie einmal irgendwie vor Probleme gestellt werden. So, jetzt baut mal hier. Bin ich blöde? Kann ich mal bitte. Noch ein paar Holzmaschinen bauen? Oh, habe ich doch diesen Block gesehen? Ja. Komm. So. Ja, puh. Ja, das war's. Das war's doch. Mach mal lieber, mach mal. Will ich in der Mitte machen. Mann, warum greift er nicht an? Der kann einfach gewinnen, ey. Der spielt mit uns. Ja, er ist jetzt bei mir. Ich kann gar nichts machen, leider. Okay, dann war's. Sorry. Ashike, Utska, Utska. Ja, also ich bin raus. Ja, aber ich hab noch nicht GG gedrückt. Was ist denn das?
So, wenn einer GG tritt, heißt es noch nicht, dass der andere auch fertig ist, oder nicht? Ich habe noch nicht aufgegeben, das ist, kannst du ja weitermachen, aber. Ich baue dem jetzt mal schön hier einen fucking Burg in seinen Scheiß. Die Macht der Helbardiere muss jetzt kommen. Ah, ich habe kein Holz. Ah, okay, fick dich. Pionisches Spiel. So, jetzt brauche ich natürlich viel, viel mehr Holz dafür. Oh. Lustig. Das ist nur ein Dorfbewohner? Das wäre geil. Oh lol, das ist nur ein Dorfbewohner. Oh, du tapfere Reckin. Ja, ja. Oh Gott, das brauche ich gar nicht. So. Warte. Das doch. warum baue ich Skorpione? Also falls jemand fragen sollte, Skorpione haben den großen Vorteil bei den Chinesen, dass die Spezialtechnologie Raketentechnik denen richtig viel Angriff gibt. Die ist echt, die finde ich jetzt schon der Hammer. Also Hammerfrau. So, und was man machen kann, ist dann zum Beispiel, dass er nicht mehr darauf kommt, hier irgendwie weiterzubauen. Oh, was brauche ich? So, jetzt habe ich es. So. 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 Ja, da kriegen die Skorpione einfach mal mega viel Angriff noch dazu. Oh, jetzt brauche ich noch Holz. So. Hier hin. So, hier hin. So. Ja, hier hin. So, warum ist da immer einer eitel? Habe ich die irgendwie falsch hingeschickt? Ich mach jetzt alles auf Helibardiere. Oder Pikiniere halt. Ach, meine Marktkarren kommen auch nicht zu dir durch. Ah doch, da, stimmt, okay, dann mag ich das. Der baut hier eine Burg. Ach so, da baut er eine, ne? Ach, der hat wieder Skorpione gebaut, ey. Ich will nicht aufgeben, ich sehe das nicht ein, ey, wenn er nur rumtollt. Leck mich doch am Arsch, Mann! Fucking Marco! Skorpione! Hey! GG! Herzlichen Glückwunsch, Marco! Skorpion, Marco! Oh! Mensch. Ach, guck mal hier, macht er so einen fucking Palisadenwall um die Burg rum. Was soll die Scheiße? Willst du jetzt hier, machst du so eine Comedy-Nummer draus jetzt oder was? Was heißt denn Comedy-Nummer? Ja, hier, machst du hier da drum. Ja, was das heißt, weißt du, warum ich das mache? Damit du nicht mehr mit einem Arbeiter da weiterbauen kannst. Ja, wenn du da mit 10 Arbeitern hinkommst. Hättest du auch zerstören können, ja, aber mit was soll ich das zerstören? Warum soll ich halt ein Gebäude angreifen, was noch nicht mal steht? Dann mach ich doch einen Palisadenwall rum, ist so viel günstiger, verschwende ich keine Einheitenzeit. So, und du kannst nicht mehr dran weiterbauen. Das hat ja nichts mit Slapstick zu tun. Ach Mensch, Marco, was sagst du? Ja, wie gesagt, was ich jetzt gerade ein bisschen, also Donny hat sich wieder eingewollt. Einerseits geil, ich konnte ihn nicht angreifen.
Andererseits. Ja, ich habe mir die fucking kleinste Zone der Welt geschaffen. Erstmal, wie, ja, obwohl, ich glaube, du hast. Hast du? Ja, du hast doch alle Ressourcen drin, glaube ich. Ja, habe ich. Aber ja, aber trotzdem. Das Ding ist halt, was halt dann der Fehler war oder was halt das Problem war. Florentin war halt nicht eingewallt. Also ich habe es einfach verplant, ja. Ich hab's also entweder wallt sich Florentin auch ein oder Donny hilft ihm. Aber das Ding ist halt eigentlich, wenn du schon eingewallt bist, das ist. Okay, dann muss Florentin wallen. Marco, ich muss dich kurz unterbrechen. Wir machen ein kleines bisschen Werbung, liebe Freunde. Ihr kennt das, es ist mittlerweile ein altes Spiel. Wir werden uns jetzt mal ganz kurz einfach beruhigen, sonst wird es hier alles zu salty, das wissen wir. Ihr seht es in meinem Gesicht an, das ist purer Hass gerade. Auf mich, auf das Spiel und auch ein bisschen auf Marco. Wir machen ein kleines bisschen Werbung und danach kommen wir gesittet wieder zurück. Und dann gibt es eine, wie immer, fachstarke Analyse von Marco. Bis gleich. Wenn du auf die fucking Speere beachten würdest, irgendwie die richtig bauen würdest, in die Richtung. Ja. Ach so, okay. So. So, Leute, wir haben verloren erneut. Es war ein Déjà-vu, es lief relativ ähnlich ab. Ich sag mal ganz kurz, wie es aus meiner Perspektive war. Mein Ziel war, so schnell es geht, Ritterzeit zu kommen. Und es ist mir auch einigermaßen gut gelungen. Ich habe im Grunde eine ähnliche Sache gemacht wie Marco. Relativ schnell Ritterzeit, zwei Ställe, zwei Ritter. Und konnte damit seinen Night Rush relativ gut abwehren. Erstmal habe aber auf dem Weg zur Ritterzeit alles andere vergessen. Meine Holz-Eco war komplett durcheinander. Die hat mir komplettes Genick gebrochen. Ich habe vergessen, Wall zu bauen. Ich habe vergessen, mich zu verteidigen. Ich war so fokussiert auf schnelle Ritterzeit. Hab alles andere vergessen und ab dann war es halt die klassische Marco-Lawine, wie ich sie nenne. Man ist unter Druck, man kriegt es nicht auf die Reihe, aus dem Druck zu kommen. Ja. Plötzlich merkt man, meine Arbeiter arbeiten alle nicht und man ist ressourcentechnisch so weit hinten, dass man dann den Überblick verliert. Es ist. Wie hast du es erlebt, Marco? Ja, also es tut mir leid, dass wir dir so wenig Widerstand leisten konnten. Nein, ehrlich, also ich hatte ganz ehrlich, du warst kurz nach mir Ritterzeit und ich hatte halt auch wirklich alles andere als einen guten Start. Und du warst kurz nach mir auch mit Ritterzeit, ich sehe es gerade, eine Minute später. Mhm. Und du hattest ja auch relativ schnell zwei Ritter. Ja. So, und ich hatte ja auch zu dem Zeitpunkt zwei Ritter. Und deswegen konnte ich ja nicht so viel Schaden bei dir gerade dann anrichten, weil du das ja plus noch deinen Scout und hattest, glaube ich, schon Pikenier. Da konnte ich halt gar nichts machen eigentlich. Ich wollte zu Donny, hab gesehen, okay, da kommst du überhaupt nicht rein. Tolle Scheiße. Aber dann dachte ich mir, eigentlich auch gut. Dann ist Donny abgewallt und ich kann mich komplett nur auf Florentin konzentrieren. Ja, aber ich bin wahrscheinlich genau als das gefallen ist, dieser Gedanke bei dir, bin ich ja tatsächlich mit dem Trupp rübergezogen und wir haben ja einen kleinen Angriff von dir auch abgewehrt. Genau, das war aber dann schon ein bisschen später. Das war ja dann schon, als ich, keine Ahnung, 10 Knights hatte und dann immer bei Florentin auch schon im Holz war. Und dann kamst du und da dachte ich auch... Was? Was war das? Ach so, du spielst an deinem Mikro rum. Ach so. Sorry. Hat sich gerade laut angehört. Egal, aber auf jeden Fall kamst du dann auf jeden Fall mit Bogenschützen und Speerkämpfern. Ja, aber die Menge macht's und vor allem konnte ich mich auch sehr froh drüber, endlich mal Florentin in dem Moment davon überzeugen, nicht hinterher zu rennen. Ja. Was die letzten Male, und ich mache weitaus viel mehr falsch als du, aber das Ding habe ich auch mal beobachtet, dass du gerne dann hinterher rennst, was eigentlich doof ist. Ich glaube, dann lass ihn mal abhauen. Wenn wir schon dabei sind, und ich weiß, eigentlich habe ich es mir überhaupt nicht verdient, ich habe gegen Florentin verloren und ich bin auch eigentlich der, würde ich schon auf jeden Fall immer noch sagen, schlechtere Spieler als von uns beiden. Aber eine Sache wurmt mich und die muss ich ansprechen, weil nicht, weil ich dich jetzt shamen will, Florentin, sondern glaube ich, weil es einfach auch ganz gut beispielhaft ist für die Sachen, die wir beide oft falsch machen. Ich finde, und ich hoffe, Marco wird mir jetzt recht geben, ich finde, Florentin hat eine Map, wo man echt gut hätte wallen können. Jetzt super viele Stellen, wo man mit einem kleinen Passadenwahl hier und da das dann doch hätte verhindern können, dass Marco früh stresst, oder? Absolut. Wie gesagt, mein Ziel war es Ritterzeit und ich habe alles andere vergessen und ich habe es schlicht und einfach vergessen. Okay. Es wäre gut gewesen, ich habe es einfach vergessen. Ja, aber scheiße. Selbst wenn ihr nicht, also zum Beispiel jetzt das stimmt, also es gibt halt. Also ich möchte aber nochmal wirklich betonen, dass ich echt hier jetzt nicht so, du hast an ihm lagst oder so, sondern das sind die Sachen, die ich versuche auch zu lernen. Ich habe Marco das auch richtig sagt, weil ich habe das Gefühl,
also sein Lager ist halt so viele kleine Schnittstellen, wo man hier und da ein Haus bauen kann, einen kleinen Palisade, weil, dass du dir erstmal von der Front hättest so ein bisschen mit einem Dorfbewohner quasi Stress hättest von der Seele und hättest eigentlich so weitermachen können, das, was du eh vorhattest, nur mit einem Will einfach das machen. Ja, zum Beispiel hier sieht man das halt, also ich gehe mal jetzt komplett den Wall ab, den theoretischen, also hier ein Haus hinbauen, da ein Wall, hier Wallen oder hier, dann hier etwas, dann kannst du hier mit Gebäude, also hier kannst du Wallen, dann kannst du mit Gebäuden hier. Ja, die einzige offene Stelle ist da links, aber die ist ja eh meine Richtung, die hätte ja gar nicht so wichtig. Und dann kannst du halt hier runter wallen. Also das ist halt, das reicht. Also du musst jetzt nicht hier und hier hinten wallen. Das reicht vollkommen hier. Du warst ja abgewallt und wie gesagt, du hattest ja auch alle. Guck mal, ich habe diesmal gar nicht so schlau gewollt. Ich war einfach nur, ich war vor allem hier so eine Wall in Florentins Richtung, die ist eigentlich viel zu lang. Da hätte ich auch Gebäude machen können. Aber ich will jetzt eben nicht der fucking Wall-Experte sein. Aber ich habe einfach gewallt nur aus dem Grund, ganz einfach aus Angst. Weil ich wusste, du kommst, wenn du bei Florentin. Aus irgendeinem Grund, sag mal, ist es eigentlich Zufall, dass du immer Florentin zuerst angreifst? Sag mal ganz ehrlich. Oder ist es gewollt? Nee, also. Seit das sechste Mal spielen wir jetzt, ne? Er hat immer dich zuerst angegriffen. Das Ding ist, ich wollte schon gucken, dass ich halt euch beide störe, weil ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass dein Progress, also deine Lernkurve sehr steil ist gerade, vom ersten Mal bis jetzt. Immer noch natürlich viele Fehler, also wie man auch hier zwei Schafe angeknuspert, das sind so Kleinigkeiten passiert, aber auf jeden Fall deine Lernkurve ist steil, deswegen nehme ich dich natürlich auch ernst. Es ist jetzt nicht so, ich greife Florentin deswegen an, weil ich dich nicht ernst nehme. Ich habe jetzt Florentin deswegen angegriffen, weil er war direkt in der Nähe meiner Gebäude. Hier hante ich übrigens gerade den. Wow. Ja, so. Nicht schlecht, ey. Du hast die Dinger angelockt, oder was? Ja, genau. Ah, nice. Krass, so. Waren die so nah, dass du die ans Dorfzentrum machen konntest? Hier unten waren sie, ja. So, und und Florentin ist halt hier, der Weg zu dir ist halt nochmal länger und du warst halt abgewallt. Und von daher dachte ich, naja, gehe ich halt zu dir. Was ich mich aber frage gerade, Florentin, ist, jetzt sehe ich es hier, warum das Gold und nicht das Defensive? Ich glaube, das hatte ich noch gar nicht gescoutet. Ja, du hast nämlich auch immer gerne mal nicht den Fog of War drin. Also, und bist dann so ein bisschen, das hast du gesehen. Hab ich gescoutet, ja. Ja, aber das ist halt wirklich, das ist halt zu offensiv und das ist dein zweites Gold. Und guck mal, du hast den Hill hier, also du hast halt genauso eine hügelige Landschaft wie wie Donny das letzte Mal, wo man halt überlegen muss, wo baue ich jetzt mein TC hin? Stimmt, du hast echt mega hügelig. Hier kannst du halt bauen und hier, das passt schon. Und das ist halt, hier sind noch zwei Schafe, das ist nicht so schlimm. Hier fängst du jetzt schon an zu warren, wie ich sehe. Das ist offen. Nee, das bin ich. Ich weiß, aber das ist offen. Ist das offen? Ja. Oh, okay. Scheiße. Du kommst eigentlich hier durch. Also das ist halt genau, ich habe es halt im letzten Spiel, als ich 1 gegen 1 gespielt habe, angesprochen, dieser Strand, wenn du hier langläufst, da kannst du durch. Das ist aber auch echt mal ein Scheißstrand, ne? Da will man auch nicht an den Strand sitzen, oder? Können wir mal den Strand da sehen nochmal? Ja, also, das ist auch ein richtiger Scheißstrand. Ja, aber es gibt Fisch. Kannst angeln. Ja. So, okay. Florentin, hier ist er jetzt, Castle Age, hat mich, glaube ich, gerade just in diesem Moment das erste Mal, hier vertrieben, konnte ihm aber ein Villager kicken, jetzt hast du hier 4 Knights, und bleibst defensiv. Guck mal, du rennst hin und her, du bist halt panisch, suchst du halt nach weiteren Einheiten von mir, beziehungsweise nach den zwei Rittern hier. Okay, ganz kurz, es ging jetzt recht schnell, was da gerade passiert. Wo sind wir gerade drauf? Also Florentin ist gelb. Das ist Florentin, genau. Du bist jetzt gerade, wo sind wir auf der Map? Wir sind bei, was war das gerade für eine Aktion? Das war, pass auf, also Folgendes ist passiert. Es ging jetzt gerade so ratzfatz. Nochmal kurz langsam, bitte. Sorry, das ich habe mich auch jetzt gerade auf schnell gehabt, außer sind gelaufen. Also Florentin ist irgendwie, was war das? Genau. Er ist wieder zurück, oder was? Das war der Moment, als ich schon mit meinen zwei ersten Rittern kam und konnte ihm hier sein Gold spotten und halt einen Villager schon kicken. Er hatte dann, aber guck mal, du hast jetzt 4 Ritter hier schon zur Verteidigung. Das Einzige, was dir natürlich fehlt, ist Bloodlines, also das HP-Upgrade, also das Lebenspunkte-Upgrade für die Ritter. Nämlich, du siehst hier, deine Ritter haben 100 Lebenspunkte, meine 120. Und das fehlte dir zum Beispiel. Also theoretisch hätte ich auch einen kleineren Fight eingehen können. Aber du hattest halt, wie gesagt, 4 Ritter, hast dich aber von 2 Rittern von mir dermaßen aus der Ruhe bringen lassen, dass du mit deinen 4 Rittern gar nicht angreifen wolltest. Obwohl du natürlich auch Pikeniere hättest bauen können, um dagegen vorzugehen. Bist aber immer wieder in der Defensive geblieben mit deinen Rittern. Hast nicht versucht, selbst Stress zu machen bei mir, wie hier zum Beispiel. Oder den Spot oder eigentlich nur den beiden. Die anderen sind gesichert. Auch ein sehr glücklicher Spot für mich, dass ich hier Gold hatte und direkt daneben Stein. Das war sehr, sehr glücklich. In dem Zeitpunkt war Donny noch Feudalzeit, und wallt sich halt gerade komplett ein. Also und du siehst auch, hier sind auch 2 Ritter, die dich auch stressen sollten. Da das ist schon ein bisschen später, ja. Also ich habe mich übrigens erst komplett eingewallt, als mir dann klar wurde,
das war nicht von vornherein der Plan. Eigentlich wollte ich nur quasi die Stellen abrollen, wo du vielleicht am Anfang schnell reinkommen kannst, um mich zu stressen. Ja. Als ich aber genau das gemerkt habe, als dann Florentin meinte, Alter, der kommt bei mir rein, ja, genau, habe ich gedacht, jetzt mache ich lieber zu und habe mir meine Einheit noch rüberschicken wollen. Und ich habe auch auf deinen Tipp gehört, dass er gesagt, wenn es halt keine Kavallerie ist, ist halt eigentlich scheiße, um. Nee, das hat sogar jemand im Forum geschrieben, dass es eigentlich doof ist, versuchen, quasi so Einheiten wie Pikeniere und Bogenschützen schnell rüber zu, weil die brauchen zu lang. Ja. Aber es ist nun mal so, dass ich halt Meier habe und die einfach starke Bogenschützen haben und ich halt keine Kavallerie hatte. Ich hatte nicht mal einen Stall, ich habe nicht einen Stall gebaut in diesem Spiel. Ja, das Ding ist halt, die Maya, das kann man ja auch gleich hier nochmal sehen, im Tech-Tree, das, was ihre Bogenschützen ja so stark macht, ist, dass sie günstiger sind. Das ist halt, Und dass deine Rohstoffe länger halten. Habe ich auch gemerkt. Aber hätte ich, glaube ich, diese Eagle Warrior sollte ich jetzt bauen müssen, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Okay, nicht? Die fallen gegen Ritter, vor allem mit Upgrade. Aber du hattest, als du Maya gespielt hast, im ersten oder zweiten Spiel, hattest du sehr viele von diesen Eagle Warriors. Genau, weil ihr sehr viele Skirmisher hattet. Ah, okay. Also alles, was Schützen sind, also außer natürlich Schießpulvereinheiten, ja, das ballern die weg. Also gegen Dorfbewohner sind die unfassbar stark und gegen Schützen haben die extrem viel HP. Jetzt gucken wir aber ganz kurz hier rein. Jetzt komme ich nämlich mit schon dem Plus-1-Upgrade, Bloodlines und wie viele Ritter sind das? Na, sind, glaube ich, 8 Ritter. Komme ich hier rein und mache, glaube ich, richtig viel Schaden. So, nehme ich dann Gold ist weg. Jetzt sehe ich, okay, da kommt mit dem Scheiß. Dann mache ich halt erstmal uphill deine Pikniere kaputt. Und ja, achtest du in dem Moment wirklich auf dieses Abhill-Zeugs und so? Das ist ja krass, ne? Ich glaube, da sind wir einfach weit von entfernt. So, und hier, guck mal, sind deine Einheiten, die laufen jetzt wieder hin und her. Also ja, weil, durch Ansage, das hast du ja nicht gehört. Ja, das waren Ansagen. Ich hab den Ping gesehen, dass ihr mich gepingt habt, aber nee, ich gehe da nämlich, kann ich dir genau sagen, ich bin da in dem Moment rübergegangen, weil Florentin gesagt hat, die sind abgezogen, die gehen zu dir. Ja, okay. Und dann habe ich gedacht, das ist dann. Ja, es passiert, aber jetzt, guck mal, jetzt wird's richtig lecker. Alles offen hier und das ist halt. Jetzt wird's richtig lecker. Ja, aber das ist halt so. Florentins größte Schwäche ist immer noch das eine dumme Holzfällerlager. Du hast nur eins. Ich hatte leider kein Holz, um weiter zu bauen. Ich hatte ab der Hälfte des Spiels so massive Holzprobleme, dass ich nichts zu machen. Wir haben hier 3 Tiles oder 4 Tiles sogar dazwischen. Gebt dir hundertprozentig recht, ich hatte nur schlicht kein Holz leider. Ja, deswegen muss das vor deinen ganzen Feldern. Du hast wahrscheinlich wieder sehr viel Nahrung. Na, obwohl, das geht. Ja, gut. Richtig lecker weggeknuspert. Ja, guck mal, du hast jetzt hier noch was im Upload. Aber hier, guck mal, das ist ineffektiv. Und das ist zu weit weg. Und dann hast du natürlich hier versucht, noch ein zweites zu bauen. Aber ja, die Map ist halt, muss man auch wirklich sagen, die Map ist bei dir echt scheiße. Also das ist halt jetzt sehe ich hier bei Donny nämlich. Ach, guck mal, ist er doch offen. Ja, ich weiß, das habe ich original voll verrafft. Marco, Vorschlag zur Güte. Ja. So sehr mir und den Leuten ja auch die Analysen gefallen. Florentin und ich sind einfach körperlich und auch seelisch einfach, wir können es nicht mehr hören. Wir haben es gerade schon gesagt, das Problem ist, die Weste. Wir müssen irgendwie eine andere Strategie finden, weil sonst ist immer wieder more of the same. So. Mein Problem ist, dass wenn ich im Spiel bin, ich gerate halt mehr oder weniger instant in Panik, sobald ich Markus Einheiten sehe. Ja, ich auch. Dann funktioniert mir halt gar nichts mehr. Ich komme nie auf die Idee, Marco anzugreifen. Weil ich halt einfach so konstant denke, okay, gleich kommt er von links, gleich kommt er von rechts. Aber ich komme nicht darauf, eine Mauer zu bauen. Ja. Weil ich dumm bin hier oben. Ich bin im Moment, ich schaue immer nur den nächsten Schritt an. Ist, bau mehr Ritter, um gegen Ritter zu verteidigen, also aber nie 2 Schritte voraus. Zum Beispiel. Es ist einfach schwierig. Aber wie gesagt, da muss man lernen. Ich habe einfach. Haben wir noch Bock und Eier? Natürlich habe ich Bock, klar. Also ich würde. Es gibt 2 Optionen jetzt. Da hat, glaube ich, Paul auch das Voting schon vorbereitet. Und diese 2 Optionen können wir mal kurz auschecken, worauf die Community Bock hat. Ich kann mir ja schon denken, dass es eine Tendenz geben wird, aber wir können ja trotzdem mal fragen. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass wir nochmal natürlich Flonny gegen Marco machen. 2 gegen 1. Und es gibt die Möglichkeit, dass ihr 1 gegen 1 ein spezielles Szenario spielt. Das nennt sich Micromania. Da geht es darum, dass ihr halt beide dieselben Einheiten bekommt und Micro trainiert. Also ihr lernt damit die Counter-Einheiten kennen und ihr lernt ein bisschen Micro-Training. Also das kann jetzt die Community entscheiden. Wie gesagt, ich glaube, es wird eine Tendenz geben, aber ich fände es mal interessant, das aufzusehen. Man will ja den Chat nicht beeinflussen, aber ich sag mal, Micro jetzt, mache ich gerne mal auf den Sonntag alleine, aber wir können es auch irgendwann mal privat machen. Ich will jetzt. Aber ich bin auch gespannt. Wir können ja einfach mal abwarten. Vielleicht wollen sie das ja auch mal sehen. Das Ross muss weg. Florentin. Machen wir an der Stelle kurz eine Werbung für das Voting oder geht es direkt weiter? Mhm.
Können gerne eine Werbung machen, glaube ich. Dann geht doch jetzt mal an die Orte, wo man diese Abstimmung abstimmen kann und stimmt ab. Und vielleicht kriegen wir es nochmal hin, uns rauszureißen aus dem Paniksumpf. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn es vielleicht weitergeht, je nachdem. Mit Flonny vs. Marco. Bis gleich. Votet. Willkommen zurück bei unserer großen Rocket Beans TV Age of Empires Nacht mit unserem unvergleichlichen Marco Giesel. Wir haben eine Umfrage gestartet, wie es jetzt weitergehen soll. Kriegen wir noch eine Chance, den großen Marco vom Thron zu stoßen? Wie schaut's aus? Wie hat denn die Community abgestimmt? Marco, du hast die Zahlen. Ja, das werden wir gleich sehen bei der Einblendung, was nicht überraschend ist. Ja, nochmal Flonny. Ja. Ich freue mich sehr über diese Entscheidung. Vielen Dank, Community, vielen Dank, Chat. Ich glaube, Florentin freut sich auch darüber. Wir werden das jetzt nochmal angehen. Wir haben jetzt gerade in der Werbepause auch nochmal intern sehr heiß diskutiert. Wir werden natürlich nicht sagen, worüber und was wir uns genau vorgenommen haben, aber wir haben natürlich spekuliert mit dem Ergebnis, 2-1 wird gewählt vom Chat, weil die Leute einfach geil und schlau sind und Bock haben auf Flonny versus Marco. Und wir haben auf jeden Fall jetzt eine Idee. Weil wir wollen nicht mehr fucking same old. Wir wollen, ich weiß nicht, ob das sich überträgt, aber wir wollen nicht verlieren. Wir wollen unbedingt fucking gewinnen. Und es ist immer das Gleiche. Egal, der eine ist mal besser, der andere ist mal schlechter, keine Ahnung, aber es ist immer das Gleiche. Er überrannt uns. Wir haben jetzt was Neues überlegt. Wir versuchen das jetzt einzubauen in unser Spiel. Mhm. Und ich mach einfach mal so, weil wir nur zu teilen sind. Okay. Na gut. Ich hatte vorhin nämlich Haarspray wegen so einem Dreh im Haar. Deswegen kann ich dich jetzt super geil so ganz hoch machen. So. Wie so Marco, ja. Sei ehrlich, sind wir bei Angstlevel bei einer 2 angekommen? Ja, ich bleib aufmerksam, ich bleib bei der 3. Ja, genau. So, ich muss jetzt hier rausgehen, oder was, damit ich eingeladen werden kann, oder was? Nee, musst du nicht. Du kannst auch wieder gehen. Achso, ja, ich bin einfach rausgekommen, mach ich aber trotzdem, weil meine Haare so krass sind. Ja, die sind sehr krass. Ja. Gut. Ihr bleibt, Donny, bleibt bei Maya, Florentin bei Spanier oder wie schaut's aus? Was habt ihr so geplant? Können wir, ja, einmal ganz kurz so machen, dass Marco uns nicht hört? Nur ganz kurz, wir sind noch nicht angefangen. Vielleicht kurz, okay. Marco, einfach, dass er uns nicht mehr hört. Gut. Okay, ich glaube, Marco hört das nicht mehr. Hey Marco, geile Weste, Alter. Nicht. Okay. Ich habe gerade eine Idee. Ja, ich spiele mit den Maya. Einige also Möglichkeiten, für die Zuschauer. Also pass auf, unsere Taktik also, könnten ist, wir wollen das machen, was wir vor 2 Spielen eigentlich auch machen wollten. Wir machen da Druck, aber lange nicht so gut eingespielt waren. Wir versuchen, diesmal wieder so zu machen. Florentin spielt mit fucking Speeren. Ganz früh, so früh wie möglich, 6-7 Stück bauen. Ich übernehme die Arbeit der Bogenschützen. Deswegen spiele ich mit Maya. Und jetzt kam mir gerade spontan. Wär's dann nicht schlau, wenn du fucking Hunden spielst? Du musst keine Häuser bauen. Wir sind fucking verzweifelt. Aber ich bin nicht so verzweifelt, dass ich meine Gamer-Ehre aus dem Fenster schmeiße. Was für eine Gamer-Ehre? Das hat nichts mit Ehre zu tun. Ich spiele keine fucking Rush-Hunden. Ich spiele es nicht. Nein, Donny. Aber du rushst doch nicht. Du rushst doch nicht. Ich gebe dir meine Speer, ich gebe dir mein Gold, aber ich gebe dir nicht meine Seele. Wir müssen den Fucker mal vom Thron schmeißen. Niemals. Okay, wir machen gleich wieder Marco an. Aber Leute, ganz ehrlich, also es ist unsere Taktik. Wir wollen unbedingt einfach, ich mach Bogenschützen, 5-6 Stück. Du machst 5-6 Stück. Wenn wir Hunden spielen, dann weißt du das. Ja, aber dann denkt der, du machst. Okay, alles klar. Marco, hörst du uns? Was? Entschuldigung, ich glaube, wir hatten gerade noch was zu besprechen. Okay, wir ändern unsere Strategie nicht aufgrund dieses kleinen Gespräches. Ja. Und ich bin nicht komplett d'accord mit der Entscheidung, die wir untereinander im Team getroffen haben. Aber gut, das ist einfach, da muss man leben. Das gibt es auch in den großen, das gibt es auch in der Nationalmannschaft. Özil mag natürlich den Hummels auch nicht, weiß ich nicht. Frei erfunden, egal. Mhm. Gut. Mhm. Wir gehen in den Modus. Wir gehen in den Multitasking-Modus. Ich beherrsche dieses Spiel. Ich beherrsche alles gleichzeitig. Ich habe dieses Spiel unter Kontrolle und wir sind zu zweit, verdammt nochmal. Wir kriegen das hin, ey. Giesel, zieh dich an. Jetzt geht's los. Hashtag Flonny, haut nochmal einen raus jetzt hier. Leute, jetzt wir packen das mal. Jetzt haut doch mal richtig einen raus jetzt hier. Jetzt mal Hashtag, zack, Twitter raushauen. Hashtag Flonny, keine Angst. Los geht's jetzt. Wir trenden ja noch nicht mal, Leute, komm. Ey, so, wir trenden, den hauen wir fucking jetzt. Gewinnen. Let's go. Irgendwas, und auch wenn es so ein fucking Buchstabe ist. Go, go, es geht los, Donny. Viel Spaß euch. Viel Spaß, GLAF, du Arschloch. Hallo.
Na kommt, ihr Schäfchen. Das ist zum Beispiel so ein Staat, den ich nicht mag. Wo ich einfach mal nichts finde. Tja, gibt's auch. Ah, haben wir doch. Siehst du? So. Button. Hä? Ist doch Z. Komisch. Na gut, okay. Ja, komischer Start. Lange Zeit nichts gefunden. Bohr hinterm Wald. Oh, das ist doch nicht so schön. Na egal. Nicht so dermaßen schlimm. Passiert. Ja, müssen wir gleich machen. Oh, es gab schon bessere Starts. Städte. Städte. So. So, jetzt haben wir hier sehr viele Schafe. Ja. So nämlich. Ja. Ich glaube, ja, scout ich noch ein bisschen mit denen. Ich glaube eher nicht. So. Ja. Es geht noch, also es hätte jetzt richtig schlimmer, viel schlimmer sein können. Mein TC war nicht idle, das passt. Ich konnte bisher Dorfbewohner durchbauen. Das passt also auch. Ja, im Grunde ist das einzige Problem gewesen, dass ich so lange keine Schafe gefunden habe. Jetzt habe ich sie alle. Es sind immer 8. Also ich weiß nicht, das habe ich schon öfter erzählt, falls man das fragen sollte, wie viele Schafe findet man eigentlich am Anfang? Es sind 8. Immer 8. So, und genau, und jetzt versuchen wir natürlich diesen undankbaren Bohr hier hinten erstmal zu holen. Der ist halt relativ einfach zu holen. Das passt noch, ja. Weil der so nah dran ist. Was man im höheren Elo-Bereich, also im High-Level-Bereich. Lecker. Auch gerne macht, ist den Bohr zu klauen. So, jetzt habe ich Donny Schafe geklaut, falls er sich fragt, ob ich auch mal ihn angreife. Ja, tue ich. Oh, das ist jetzt nicht schön. Das ist nicht schön. Na komm, oh, das ist jetzt Idle TC. Oh, das ist so ekelhaft. Kommt schon. Ach, das ist nicht so schön. Okay. Ja gut, okay. Ja, geht auch alles. Hallöchen. Scout. Wieder Food droppen. Was ich immer mache, ist halt einquartieren habe ich auf der Standardtaste G. G ist aber auch ausquartieren im Dorfzentrum. Also hier einquartieren, ausquartieren, zweimal G drücken, dann klappt das schon. So. Ja. Brauche ich jetzt die extra Schaf da? Ach, da sind's. Hat er sie. Jetzt denkt er natürlich, dass es seine sind. Sind sie aber nicht. Also sind sie schon, aber sind, vielleicht denkt er sich, dass er mir jetzt Schafe geklaut hat. Oh, einer zu viel. Dutch. Gut. Ja, wie gesagt, also die letzten beiden Spiele. Nicht so ein geiler Start. Geht besser, geht alles besser, ne? Aber geht auch schlechter, ne? Also, kannst du auch mal so sehen. Ja, tja, dann machen wir mal das, was ich eigentlich nicht so oft mache. Lumbercamp ans... Naja. Ich habe ihm 2 Schafe geklaut. Nice. Er ist so gut wie erledigt. Degrado.
Katar. Degrado. Katar. Der Jäger wird zum Gejagten. Okay, sein Speer ist in meiner Base. Und ich habe seine Base auch schon gefunden. Wo? Komm, gib mir Holz, Alter. Okay, nice. Ich greife ihn so früh wie möglich an. Ich muss erstmal fucking Holz. Ich habe schon wieder Holzmangel. Das gibt's nicht. Okay, er hat mir auch ein Schaf geklaut. Ashi. Utska. Agora. Construir. Servidor. Construir. Servidor. Construir. Presta. Construir. Degrado. Degrado. Construir. Nein. Faule Arbeiterin verweigert sich. So, wir haben jetzt hier noch Scouting-Einheiten for free. Ja. So, mach mal hier, droppt mal ein bisschen bitte. Und. So, ja, idle sind wir auch nicht. Ja. Na komm. Und tschüss. Diesen einen Schritt, den hätte er nicht gehen dürfen. Also diesen einen schrägen. Dann hätte er es überlebt, wenn er einfach so schräg runterläuft. Aber er ist einmal gerade gelaufen und so konnten alle Pfeile treffen. Schade. Ja, passiert aber. So. Mach mal einen weg. Genau. Hier unten das Schaf hat er gefunden. Nee, doch nicht. Haha. Da oben auch mal Wally McWalson. Wall. Wall City. Oh, nice. Perfekt. Besser geht's nicht. Dann gehen wir mal da hoch und gucken, was er so vorhat. Das ist ja, ich weiß ja schnell. Also, kommt doch an, wie viele Ressourcen er jetzt hat. Oh, falsch. Das wollte ich. So, ich muss jetzt schnell. Ich habe noch nicht mal eine Kaserne. Es läuft einfach mit Holz wieder scheiße bei mir. Ich muss überhaupt eine Kaserne erstmal bauen. Damit ich Bogenschützen bauen kann. Hast du schon ein paar Speer? Nee, ich bin noch nicht fördert. Okay, gut, gut, gut. Aber dann lass uns jetzt darauf konzentrieren. Ich kann jetzt gleich Bogenschützen bauen. Ich baue jetzt schon richtig schön Gold ab. Gleich kommt mein Bogenschützenlager und dann baue ich mal 5 Bogenschützen. Okay, das läuft, das läuft. Okay, das hat nicht gereicht. Ashike. Ashike.
Haha, du Fotze. Kommst hier nicht durch. Wolltest du dich an? Er hat mit seinem Speer versucht, mich so ein bisschen zu micromanagen, aber ich hab's hingekriegt. So, ich baue jetzt meine Bogenschießanlage. Hast du schon Stahl? Ich hab zwei, ja. Es nice. Geht. Ich hab drei Speeren. So, Wege optimieren. Weil das können wir jetzt natürlich ausnutzen. Wir wollen natürlich mal wieder auf die guten alten Cover Archer gehen. Und dafür brauchen wir noch mal ein bisschen Nahrung. Bumm. So. Die zwei Schafe hier. Komm. Scoute mal hier noch ein bisschen. Beide verteilt seid. Hier machen wir das. Funktioniert mein. Oh Gott, habe ich versehentlich. Ah, hatte versehentlich englische Tastatur drin. Mein Hotkey hat nicht funktioniert. Nun gut. So. 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 So, wo haben wir denn seine Keypoints? So, wir haben einmal da sein Holz, das sieht man immer an diesen umgeknickten Bäumen, dass dort heute ein Holzfällerlager sein muss. Ja. Wie sieht es hier aus? Hier sieht es aus, als würde ein. Ja, als würde ein Dorfbewohner dort arbeiten, nämlich normalerweise. Es könnte sein, dass es halt an der Klippe liegt. Könnte auch sein, dass es an den Dorfbewohnern, den Dorfbewohnern, an dem Dorfzentrum liegt oder an dem, nicht Dorfzentrum, an dem arbeitenden, an der arbeitenden Bevölkerung. So, jetzt haben wir es. Markt. Okay. Ja. Ja, Florentin, Mensch. Jetzt schläft er. Jetzt schläft er. Okay, toll. Ja, komm rein. Ich glaube, wir können was reißen bei ihm. Jo. Er baut ein neues Dorfzentrum. Bin jetzt da. Bitte, bitte gehorcht mir. Tut, was ich sage. Ich komme jetzt von hier rein mit. Aber ich kann nur auf jeden Fall irgendwie sowas retten, sowas stressen irgendwo. Kein Problem. Okay. Okay. Ja, ich kann hier schon mal ein bisschen nerven. Er hat mich jetzt auf jeden Fall gesehen. Er rollt jetzt ab. Ich kann auf jeden Fall ein paar Villager killen hier gerade. Wo bist du denn gerade? Ich bin hier oben. Okay. Der hat ein Dorfzentrum gebaut. Scheiße. Das ist nicht gut. Muss abhauen. Ja, er hat beritten Bogenschützen. Mindestens 5 Stück hier oben. Genau hier. Der hatte mich alle gekillt. Der hat ein Dorfzentrum gebaut. Genau, ich bin zufälligerweise genau dahin gelaufen, wo er Dorfzentrum gebaut hat. Das war natürlich Pech einfach. Okay. Aber das hat ihm nichts ausgemacht. Das hat ihm nicht gestört jetzt. Das heißt, wir wissen, gut gegen berittene Bogenschützen, immer noch Plänkler, ne? Hab schon, ja. Ja. Absolut. Gut, deine Punkte sehen auch gut aus. Machen wir weiter so, ist gut. So. Kommen Sie rein.
بناء مزارع القتال نعم بناءة مستعد بناء Oh. Er macht Schaden. Ich mache auch Schaden bei ihm. Da habe ich... Lol. Das ist für ihn teurer. Also auch wenn er mir jetzt ein paar Villager gekickt hat. Oh, jetzt hat er sich auf defensiv gestellt. Oh, das ist natürlich ungünstig. Ja. Das wollen wir natürlich jetzt. Das ist das, was ich vorhin meinte, dass die Strände... oder hier. Scheiß drauf. Dass die Strände nicht sicher sind. Kaputt oben. Nee, tut er nicht. Er ist immer noch bei mir dran. Einen habe ich. Ich mache jetzt ein paar kaputt hier. Jawohl. Ja, Mann. Ich kann ihn gut stressen hier. Ich konnte ihn gerade gut nerven hier oben. Bitte. Bitte kämpft. Bist du schon Ritter? Nee, weiter von mir. Ich gehe jetzt, ich habe jetzt gerade hochgeklickt. Ich muss mich gerade meine Base verteidigen. Okay. Aber das ist gut, wie wir es gerade machen. Ich stress den gerade. Ich habe absolut, ja, absolut. Das ist sehr gut. Ich stress den auch hier oben währenddessen gerade. Da muss er sich damit kümmern. Auf Gold vor allem wollen wir jetzt gehen. Und wir wollen natürlich auch auf das zweite Dorfzentrum gehen. Was wir wie folgt bauen werden. So. So. So, jetzt können wir wieder ein bisschen pumpen. So, jetzt gehen wir mal zu Donny. Obwohl Florentin gerade vom Punkten her besser ist, aber ja, gehen wir mal hier hin. Oh, gut. Das sollte ich tun, das vermeiden. Also da muss ich jetzt das Dorfzentrum hinbauen. Zack. Zack. So. Donny ist Ritterzeit jetzt auch. Florentin ist noch Feudalzeit. So, und jetzt wollen wir mal sehen, was er dazu so sagen hat. Machen wir gleich. So. So. Nicht Donny hat ja sich gefragt, warum ich zuerst immer Florentin angreife. Ich bin fast Ritterzeit. Das sieht echt gut aus. Sieht zum ersten Mal fucking gut aus. Es ist nice gerade, was wir machen. Weiter stressen. Ich gehe jetzt wieder mit einer Einheit oben hin zu ihm. Okay, dann komme ich mit meinen Plänklern jetzt mal zu ihm. Einfach immer alles, was du gerade hast, einfach dahin schicken und ihn nerven. Das sind zu viele, fuck. Geri. Geri.
So, ich habe einen Marktplatz, der ist hier, der ist super gelegen. Guck mal hier. Okay, da pass auf, seine berittenen Bogenschützen. No, ich habe keine berittenen Bogenschützen. Bei ihm, er greift deine Amorous-Schützen damit okay. an. Okay, ja. Warte mal. Oh, der hat hier hat er einen Burg gebaut hier. Okay, ich komme mit meinen Plänkern zu deinen Bogenschützen. Ich komme weg, ich muss weglaufen hier. Ja, ist okay. Der hat mich gleich, aber der ist mit mir gerade beschäftigt hier oben. Nee, ich komme zu dir, ich komme zu dir. Nee, ich habe nicht viele, ich muss ein paar Villager killen. Lass uns da was töten. Ja, ich komme zu dir runter, ich verziehe mich hinter dich. Genau, ja, nice. Du vertreibst sie. Bleib aber nicht hinterherlaufen, nicht hinterherlaufen. Weg vom Dorfzentrum. Und jetzt hier alles killen, was wir können. Irgendwie killen. Was denn, wo denn? Ich weiß nicht, mal gucken. Da ist ein Burg, aber hier nach rechts. Hier unten vielleicht am Holz. Da kommt einer wieder. Schieß ihn mal ab. Schön, das ist nice. Lockt er uns da hin? So, Markkarren schicke ich zu dir. Ich weiß nicht, wo dein Marktplatz ist, aber ich schicke mal rüber. Bitte jetzt nicht haust werden einfach. So, wir müssen einfach ein paar Leute finden hier. Er hat bei mir eine offensive Burg gebaut. Die nervt mich gerade. Aber ich versuche jetzt das mal zu kontern. Ich bin auf jeden Fall all over the place gerade mit meinem Spiel. Ist okay, wir haben hier was, wir machen hier Schaden tatsächlich. So, wo ist dein fucking Marktplatz? Ich habe meinen Marktkarren hier, ich finde ihn nicht. Ja. So. So. Oh, was war das? Ja. Ja. Ja, ein bisschen gepennt jetzt gerade, muss ich wirklich zugeben. Ja. So. Digga, wieder rechts, 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 rechts! Kamele! Nee, berittene Bogenschütze hatten zwei Kamele nur. Oh Mann, ey, aber das ist knapp jetzt gerade alles. Der macht uns platt. Ah, jetzt ist auch bei mir. Nee, mach seine Burg kaputt. Bei mir war meine fucking Burg mit seinen scheiß Burgen. Komm, bitte, tu was. Genug Nahrung, okay. Wo ist mein Marktplatz? Ich bin so durcheinander gerade hier. Lauf doch dahin! Wo ist mein... Warum habe ich kein Gold? Warum habe ich kein Gold? Wo ist Gold? Gold, Gold, Gold. So, ich gehe mal mit. Ich versuche mal die Burg zu killen hier gerade. Ja, ich habe eine Burg in der Base. Das war, das ist ganz, ganz schlecht. Diese Drecksburgen immer, ey. So, ich fix seine Burg gerade hier, ohne dass er was macht. Meine Burg fickt. Seine Burg fickt mich. Und mein Dorfzentrum ist damit auch hinüber, glaube ich. Ja, er baut zwei weitere Burgen in meiner Base. Das ist ganz, ganz schlecht. Ja, scheiße. Scheiße. Ich habe leider kein Holz für eine Kriegswerkstatt. Ich habe auch, ich kann dir nichts schicken. Jetzt baut er die Kriegswerkstatt. Fuck! So, so. Ja, puh. Ja, nicht so eine starke Leistung bisher.
So. Nam. Nam. صحيح امرا بناء مرتاح يا مزارع حطاب حطاب so geh da ran so ja eigentlich ist es schon wieder so ein bisschen GG. Oh. Da machen wir auch mal Action. So, dann machen wir auch mal wieder hier ein bisschen Action. Ja, unserem Gold zum Beispiel. Mit ein paar Dingern. Ich habe natürlich jetzt nichts zu verteidigen. Okay, kannst du ihn irgendwie noch stressen? So mit kleinen Einheiten. Gar nicht. Ich kämpfe um mein Überleben gerade noch. Okay, greif mal hier, du hast so ein Ding an deiner Base. Hier, bei mir am Ding. Ramme? Nimm mal diesen gelben, du Was hast hier noch einen du? Stehen. Was? Greif mal bitte hier an meiner Base, du hast hier einen noch stehen. Ja, hier die Ramme an, bitte. Ja. Kannst du mir Holz schicken? Nur 100. Ich hab, ja, 100 kann ich. Ach, wie geht das nochmal? Ach, fuck. Lag. Lag, mega lag. Warum kann ich kein Holz... Warum kann ich kein Holz kaufen? Ich hab dir 100 geschickt. Danke. Warum kann ich kein Holz kaufen? Ja, es ist GG, glaube ich. Ja, bei mir auch leider. Ich wusste gar nicht, dass er Sarazin spielt, ehrlich gesagt. Ist bei dir hinüber? Ich habe leider kein Holz mehr. Ich kann nichts mehr bauen. GG. Das hat keinen Sinn. Oh. Das ist GG. GG. Ach. Ja. Ey, wir haben es versucht. Das war besser. Ja. Zusammen angegriffen. Ja. Ja. Haben wir. Ich weiß nicht, wie viel die Regie quasi wann wo geschaltet worden ist, aber ey, Florentin, wir haben uns gut abgesprochen gerade, finde ich. Bin echt zufrieden. Wir haben es echt gut gemacht. Wir haben immer hier mit Zeichen, mit diesem Signal gezeigt, okay, wo. Haben konstant versucht, dich zu nerven. Mhm. Das war auf jeden Fall unsere Taktik. Ging meiner Meinung nach eigentlich ganz gut auf, aber du bist einfach, sorry Marco, du bist einfach so viele Schritte voraus. Ja. Wir gehen gleich in die Analyse und schauen uns das nochmal ganz genauer an. Davor nochmal die letzte Werbung für heute. Macht's gut, bis gleich. Willkommen zurück. Wir haben gerade das zweite Mal gegen Marco verloren. Das zweite Mal. Wesentlich besser.
als nach dem ersten Spiel. Ich hatte das Gefühl, dass wir Marco ab und zu zumindest aus der Ruhe bringen konnten. Wir konnten es nicht durchziehen. Am Ende hat er wieder seine Burgen am Start gehabt, die uns jedes Mal aufs Neue überraschen und auf die wir immer keine Antwort haben. Da müssen wir daran arbeiten. Aber ansonsten, Marco, wie hast du es gesehen? Warte, darf ich kurz einhaken? Ich würde einmal kurz das mal umdrehen, bevor Marco jetzt quasi analysiert. Mhm. Schau mal einfach, weil jetzt vielleicht einfach jungfräulicher ist. Weil ich finde es gerade so schön. Ich finde echt, wir haben gerade gut gespielt. Bevor jetzt Marco was sagt, also unsere Wahrnehmung mal klar machen. Weil das ist vielleicht interessanter, ob das Marco jetzt wirklich einordnet als Quatsch, wie wir es empfunden haben. Aber ich finde, es war echt mal, auf jeden Fall mit Abstand, das beste Spiel gegen Marco bis jetzt von uns beiden. Weil wir endlich mal geschafft haben, konsequent uns beide auf fucking Angriff zu konzentrieren und nicht nur zu boomen, irgendwie weiterhin aufzubauen, sondern wir haben beide sehr viel Opfer gemacht. Also ich gehe mal von dir aus, davon aus, dass es bei dir genauso war. Ich habe zum Beispiel, mein Bild gerade war, fuck it. Ich war so, Alter, ich will jetzt diese 5 Bogenschützen bauen, da hochgehen, ihn stressen und es hat gefruchtet. Und das macht, und das original macht mich gerade so zufrieden. Ich weiß nicht, ob es sich überträgt, aber das fühlt sich wie so ein Richtung, kleinen Schritt Richtung Sieg gegen Marco an. Und jetzt sag doch mal, Marco, wie hast du es empfunden? Kann ich bestätigen. Ihr wart viel, viel besser, ihr wart aggressiv und vor allem, was das Beste war, teilweise, also in der einen Situation wart ihr sogar zu zweit vor der Basis. Da hatte ich aber natürlich, wie gesagt, der einzige Vorteil, den ich da hatte, und da war ich froh, dass ich das so gebaut habe, war diese Schneise hier. Also ich hatte hier eine Schneise aus Häusern und hier nochmal eine weitere Schneise mit Häusern und einem Palisadenwall und ihr wart dann hier. So, und ihr musstet ja theoretisch dann hier durch, um in die Basis zu kommen. Und hier konnte ich halt abwallen, hier war irgendwann leider offen, da konnte Florentin dann auch rein. Aber vorher war es halt so, ihr konntet... Sven, komm noch mal ganz kurz, warte mal ganz kurz, Sven, komm noch mal rein hier. Ganz kurz, Mini-Unterbrechung, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber Sven, komm mal her. Sven hat heute seinen letzten Tag hier und er sagt einmal hier, dass einer unserer Lieblingsaufnahmeleiter, der hat ja sehr gute Dienste geleistet, hat an seinen letzten Abend und... Requisite. AL, das ist doch alles. Die Leute, die quasi den ganzen Scheiß hier ermöglichen. Genau. Danke, Sven. Vielen Dank. Entschuldigung, das war nur so. Das ist auf jeden Fall cool. Marco, bevor ich es vergesse, du kennst mich. Mhm. Ich mache viel falsch, aber kleine Sachen mache ich richtig. Ja. Hast du gesehen, als es übrigens schon so war, dass du schon am Gewinnen warst und so, aber hast du gesehen, dass ich dich mit meinen kleinen Leuten an dem oberen Dorfzentrum bergab angegriffen habe mit Absicht. Hast du gesehen, dass ich da hochgemalt habe? Hast du es überhaupt wahrgenommen? Wo genau? Es gab so, so einen kleinen Kampf. Vielleicht, wenn man so meint, kann man meins abgreifen? Oder ist, ja, klar. Genau, hier war doch, das war nämlich hier irgendwo, genau. Hier ist so ein Dorfzentrum. Mhm. Und ich habe dich hier, wie du ja weißt, ein bisschen gestresst. Ne? Ach, hier. Ja. Und dann, ich war so stolz drauf, das war noch gar nicht so, als schon alles zu Ende war, bin ich hier hochgegangen auf das Ding, habe versucht, dich von da unten... Aber bleib dann da, du bist dann wieder runtergegangen. Ja, das stimmt, da bin ich wieder runtergegangen. Ich weiß es noch, weil du bist dann... Das war doch nicht zu leicht sein. Aber ich dachte mir, hey, das war ein cooler Move. Das war wirklich, ey, ganz ehrlich, ja, ich find's cool, dass ihr jetzt drauf achtet. Ganz ja, ehrlich, ich versuch's. Das ist doch, ganz ehrlich, ihr macht Fortschritte und das ist doch cool. Aber ich hatte dich unterbrochen, also nochmal, Entschuldigung, also genau, also du warst jetzt dabei, dass ich finde, ihr wart definitiv besser, wie gesagt, ihr habt... Vor allem Florentin wieder mal Masse an Scouts gehabt. So viele brauchst du nicht, aber es war... Warum nicht? Scouts sind super. Aber der Blick von ihr, von ihm ist so geil, wer sagt. Aber das war unser Plan. Wir wollten mit Scouts und Bogenschützen rushen und dich anengeln. Und das ist perfekt. Also ganz ehrlich, wenn ihr jetzt Ritterzeit gewesen wärt und die Scouts wären Ritter gewesen und deine Bogenschützen wären Armbrustschützen gewesen... Weltgegner gewesen. Aber du warst, ey, ich geh mal bei mir rein, ich hab's bei mir gerade gemacht, ihr lauft das Spiel beenden, man kann es bei mir kurz die Statistik sehen. Du warst wieder sehr schnell diesmal, oder? Warte mal, wo ist es hier, Technologie? Auch wieder ein Drecksstart, super. Also, das ist ein Drecksstart, guck mal. Ach so, schön zu sehen, Drecksstart für Marco, 18 Minuten, 25 Ritterzeit. Wir haben 28 und 32. Ihr habt ja auch in der Feudalzeit angegriffen, ich nicht. Ja, das stimmt. So, und das sollte ja eigentlich ein Fast Castle werden, aber ich habe so viel Bullshit gebaut. Guck mal, hier Feudalzeit, Donny. Ja. Aber wusste hier, das ist auch interessant, ne? Hier, also, ja. Ja, das Ding ist halt, ihr seht ja, wie viel Militär ich hatte, ihr seht, wie viel Militär ihr hattet, aber von den Einheiten her ist es dann so, na gut, berittene Bogenschützen, ihr habt ja relativ schnell dann viele Skirmisher gebaut, aber... Große Props an Florentin an dieser Stelle. Große Props. Sehr, sehr gut. Hat mir sehr gut geholfen mit seinen Skirmishern. Ja, aber das Problem war, er hatte dann nur noch Skirmisher und gar nichts anderes mehr. So, und dann konnte ich natürlich halt gedacht, na ja,
dann mache ich jetzt hier leichte Kavallerie. Ja. Ja. Also ich, das, ich glaube, das auch ein Problem ist, dass du in jedem Spiel Burgen baust in unserer Base, ja, und wir in jedem Spiel schlicht keine Antwort darauf haben. Du machst die Offensivburgen, machst du gerne. Ja, hier, eine bei Donny, das war die erste Burg, die ich hier gebaut habe. Ja. Da habe ich dein Holz auch gleich bearbeitet. Genau. Ich mein, so, ja. Und dann habe ich gemerkt, oh, okay, da habe ich das erste Mal auch nochmal. Da Lob, auch wenn du da ein bisschen spät reagiert hast, das TC dürfte jetzt gar nicht mehr stehen eigentlich. Ja, du hast aber dann irgendwann reagiert und hast mit deinen Dorfbewohnern auch gegen die RAM gekämpft. Ja. Und Dorfbewohner sind stark gegen RAM, weil wie gesagt, null Verteidigung. Und das früher machen und das Dorfzentrum reparieren, das hast du dann später gemacht. Vielen Dank, aber das freut mich sehr gerade. Auch wenn es leicht verzögert war, es war gut. Das höre ich wirklich gerade sehr gerne, weil genauso habe ich das auch gesehen. Genau. Aber diese. Dann wieder etwas, wo ich sage: Ja, wieder habt ihr angefangen zu traden. Also, ihr habt hier diesen einen Markt gehabt. Oh, diesmal war es doch nicht schlecht. Wir waren doch nah aneinander. Ja, aber wie viel bringt das? Also, kannst du mal auf den gelben Markt klicken bei dir, wenn du schon drauf bist? Warte mal, ich bin gerade schon rausgegangen. Nee, ich kann das Achso, nicht. Achso, Florentin, bist du noch im Spiel? Nee. Okay, schade. Na, aber das Ding ist, wir haben halt diesen Abstand hier. Das ist alles. Hä, das ist doch gut, oder? Nein, nicht? Das ist mega schlecht. Wieso? Weil sie nehmen ungefähr 10 Gold mit, die Trade Cards. Also, das ist gar nichts. Wenn du deinen Markt hier baust, also okay, hier. Okay, warte mal, okay, halt, stopp. Hier, haltet die Pressen an. Das wusste ich überhaupt nicht. Ja. Die Strecke, die fahren, hat was damit zu tun, wie viel. Je weiter die fahren, desto mehr. Wusste ich aber überhaupt nicht. Alles gut. Dafür sind ja solche Analysen dann da. Das wusste ich nicht. So, und jetzt gerade, wenn sie so nah stehen, dann kriegst du kaum Gold. Okay, dann ist es natürlich doof. So, und das ist halt, das ist der Karren, der Handelskarren, teurer als das Gold, was du eigentlich rauskriegst. Okay, Marco, pass auf. Es gibt so viele Fragen und ich glaube, das ist ja auch der Teil dieser Sendung, der mir persönlich am meisten gefällt, weil wir, glaube ich, viel lernen können. Ich mache das auch so viele Fragen. Ich habe eine konkrete Frage, Marco. Ja. Du hast ja jetzt, wie Fluntin gerade angesprochen hat, recht früh deine Offensiv-Castles gebaut. Bei mir das erste und dann recht kurz danach bei Florentin 1. Und du warst ja, für dich ist es nicht schnell, aber relativ schnell, sagen wir mal, Castle. Ja, also auf jeden Fall viel schneller als wir. So. Ja. Und ich frage mich gerade, woher hast du so viel Stein? Also, wie hast du das denn, wie haushaltest du denn, dass du locker mal hier 1200 Stein für und du hast wahrscheinlich in deiner Base auch noch eine Burg gehabt, oder? Nee. Einfach nur. Ich hatte nur die Burgen, die ich vorne gebaut habe. Also nur die eine beiden, direkt bei dir als erstes und dann eine bei Florentin und ich hätte jetzt noch eine bauen können, aber mein Dorfzentrum. Können wir nochmal auf die, liebe Regie, nochmal kurz bei Marco drauf gucken? Genau, also ich bin jetzt gerade, wir haben jetzt gerade das aufgezeichnete Spiel offen, spule gerade ein bisschen nach vorne, weil am Anfang ist ja noch nicht so viel passiert. Ach, du hast schon die Aufzeichnung gerade offen. Genau. Aber das ist schön, okay. So, mach also doch mal hier bitte aber den Fog of War an. Ich finde es immer wichtig, dass man auch genau. Meine Sicht. Ja. Jetzt gerade, man sieht eigentlich, also so ein geiler Start war es nicht. Also da habe ich auch gemeint, das habe ich im letzten Spiel nicht. War ich schwächer, also war ich jetzt gerade erst bei Pop 20, jetzt bin ich schon bei Pop 22 wieder, also ein bisschen besser war es schon. Hier habe ich aber einen Idol, also der darf halt gar nicht so rumstehen, das ist schlecht. Viel zu wenige Felder gebaut, erst zu spät auf Felder reagiert. Und dann siehst du halt, komme ich halt gerade so in die Feudalzeit. Das hätte ich eigentlich nicht machen dürfen, hätte eigentlich da natürlich dann, Moment, das muss ich kurz noch sagen. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Also wie gesagt, erstmal hätte ich noch einen Dorfbewohner bauen müssen und dann noch ein Feld bauen müssen, dass ich halt genug Nahrung habe. Aber jetzt zu deinem Scout. Dein Scout ist eigentlich gut gelaufen. Du bist halt dann schräg gelaufen. Ich dachte eigentlich auch, dass ich wegkomme. Aber du bist dann hier, Downhill. Bist du dann gerade gegangen. Genau, bist du diesen geraden Weg gegangen. Somit hast du mir ermöglicht. Komm, das ist echt so Next Level. Das alle Pfeile. Wenn du jetzt hier weitergelaufen wärst, hätte ich dich nicht getroffen. Du wärst rausgekommen und dann dein Scout überlebt. Genau. So. Stimmt, das ist echt, hast du recht. Das sind Kleinigkeiten. So, Florentin hingegen, wie gesagt, hat viele, viele Felder, also super viel Nahrung auch gleich wieder. Ein Lumbercamp, wie immer. Oh, nein! Das gebe ich hier nicht, Marco, so nämlich, ich lerne dazu. Das ist ineffektiv. Schön. Doch, komm. Warum denn? Was ist da ineffektiv? Dorfbewohner an einem Reh, das Reh verliert halt schneller Nahrung, als du holst. Alles klar, das verstehe ich, aber das haben die selbstständig gemacht, da habe ich keine Kontrolle. Zwei Stable, dass du halt sehr viele Speer baust, deswegen hattest du so schnell sehr viele Speer. Ich finde aber, der Anfang von Florentin sieht gerade richtig geil aus, ehrlich gesagt, oder? Das hat doch alles ziemlich gut gemacht. Das ist gar nicht so schlecht, ja.
Wie, mit dem Boss lief es bei dir gut, Florentin, hast du ja, die bekommen? Das lief gut, ja. Das ist so geil. Ja, so guck, mal, hier, wie viel, guck mal, wie viel Scouts da schon. Das ist eigentlich gut für die Taktik, die wir haben. Ja, definitiv. Also für eure Taktik war das gut. Jetzt hätte ich. Ja, macht das schon Schmiede. Perfekt. Gold hast du auch schon. Mehr Felder, viel mehr Felder, weil du bist, hast halt sehr viele Ressourcen hier schon verbraucht. Wir, was, mal, jetzt Pause. Ja. Jetzt nochmal zum Vergleich, weil das weiß ich nicht. Jetzt gehen wir mal bitte bei mir drauf, wie viel Einheiten habe ich. Habe ich da schon genug? Weil ich weiß noch genau, Florentin, du hast gemeint, du warst schon so ein bisschen früher als ich zu weit. Und ich bin mit, ja, nur mit so ein paar. Das hast du. Ja, ich wollte eigentlich fünf mit fünf rübergehen, Bogenschützen. Mhm. Und das weiß ich noch, dass dann du einfach losgegangen bist. Aber ich dachte mir auch, okay. Komm, so, jetzt sehen wir hier mal Folgendes. Nein, wenn ich sie habe, dann nutze ich sie auch. Ja, ja, genau. Ja, aber, ja. So, jetzt sehen wir hier Folgendes. Also, ich habe hier diese kleine Schneise hier gebaut, wie man sieht. Das ist jetzt mein Häuser-Wall, oder mein Gebäude-Wall, plus halt diesen kleinen Wall. Jetzt sehe ich hier natürlich gleich deine Einheiten. Hier hinten ist alles offen. Oh, das sieht schon ganz gut aus, oder? Ich meine, ja, wärst du hier hinten lang gelaufen? Du hast dich ja committed, dass du hier vorne rein möchtest unbedingt. Mhm. Besser scouten. Also Moment, ich guck mal, was du gescoutet hast. Ja, hast es doch gesehen. Hier siehst du ja, das siehst du auch. Absolut. Ich dachte, du hättest ja in der Zwischenzeit eine Wall gebaut. Du siehst zum Beispiel, ich habe deine Palisaden mal gesehen und dachte, ja, sofort, ah, hat alles gewonnen. Ja, probier es aber einfach aus. Wenn du was siehst, dann siehst du es. Okay. Aber du siehst vor allem, selbst wenn du das Lumbercamp hier nicht siehst, siehst du abgeknickte Bäume. Das wollte ich gerade nochmal betonen. Das finde ich ja mega interessant. Absolut. Nee, dass die abgeknickten Bäume. Ich dachte nur, ich habe deinen Palisadenwall gesehen, dachte, du hast alles gewollt und dachte mir, ah, cool, da ist eine Lücke, da gehe ich rein. Dann besser scouten, wie gesagt. Absolut. Es ist halt ein Trade-off, ne? Ja. Scout ich nochmal und verliere Zeit oder gehe ich direkt rein und versuche schnell zu kommen. Okay, du bist jetzt hier, Florentin, das ist Florentin oder was? Der ist Florentin, der geht jetzt rein. Aber richtig gemacht, weg vom Dorfzentrum. Richtig, weg vom Dorfzentrum, hat versucht hier zu kämpfen, hier habe ich schnell reagiert. Ich glaube, jetzt komme ich doch auch von da oben jetzt gleich. Jetzt kommst du von da oben und das ist natürlich nervig für mich. Ich habe jetzt hier. Das war doch geil. Guck mal, wie gut wir das gemacht haben. Ey, das ist nice. Das war nicht schlecht. Das war echt. Deswegen, das war ein koordinierter Angriff. Leider Gottes schaffe ich es natürlich trotzdem, mein Dorfzentrum hochzukriegen. Und das ist natürlich. Ja, das war natürlich kacke, ne? Jetzt verlierst du hier deine Einheiten. Florentin will da derweil rein. Ich kann trotzdem das abblocken. Da muss ich dir auch Props geben. Also klar, Marco, wir wissen mittlerweile alle, du spielst ja auf anderem Niveau und ich glaube, du kommentierst auch so ein bisschen manchmal so in so, dass im Hinterkopf du weißt, dass Leute gucken, die natürlich Ahnung von dem Spiel haben. Aber ich rede jetzt mal wirklich für alle, die jetzt einfach so auf unserem Niveau sind. Ich im großen Lob für dieses Dorfzentrum. Ich finde, das war schon krass. Also wir kommen da rein und du hast es hochgezogen in Antizipation oder keine Ahnung, an einer guten Stelle. Und das hat uns einfach im Endeffekt unseren Angriff. Ich glaube, ohne das Dorfzentrum da mit den Pfeilen hätten wir nicht gewonnen, aber wir hätten echt gut Schaden machen das können. War auch, ohne Witz. Das war... Also einerseits war es natürlich dafür gedacht, weil es wieder ein perfekter Spot war. Warum auch immer ich jetzt schon wieder so ein perfekter Spot deswegen zwischen ich zwei auch. Stein finde. Also das war super. Andererseits natürlich auch noch, was diesen Spot noch viel perfekter macht, er ist auf dem Hügel. Uphill ist, ja. Aber ist es denn wirklich so krass mit dem Uphill? Oder ist es nur so ein Plus 1? Es sind ungefähr 25% mehr Schaden. Echt? Ich dachte 1,5. Ja, aber ich bin ja so ein Mathe-Depp. Für mich klingt es immer so, ja gut, dann bei 99 macht das so ein Ding weniger. Aber es ist dann so stark. Aber gerade wo du wenige und ungefähr ausgewogene Einheiten hast, ist das der Unterschied. Okay. So. Ja, danke. Aber ja. Jetzt wollen wir aber natürlich gleich noch reingucken, was jetzt passiert. Nämlich jetzt mache ich mal ein bisschen langsamer. Jetzt machst du was voll richtig. Schau mal hier. Wer jetzt Florentin? Das lasse ich jetzt einfach mal genauso laufen. Florentin greift nicht das Haus an. Ja. Nein. Florentin geht in meine Wirtschaft und macht Schaden. Ja. Und nicht ohne. Noch nicht, aber bald. Jetzt. So. Und natürlich ist jetzt... Nice, Alter. Florentin, richtig geil. Genau. Jetzt mache ich mal ein bisschen schneller. Jetzt sehen wir es ja. Und guck mal, ich verliere 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Villager. Ja, 6 Villager. In einer, was war das für eine Phase? Vor Ritterzeit ist das noch, ne? Ja, Ritterzeit. Jetzt verlierst du aber natürlich, das Ding ist, jetzt machst du Blödsinn. Was macht er jetzt was? Das ist. Da waren jetzt deine Sperrleute da, ne? Nein, du machst halt Blödsinn. Einerseits, du stehst jetzt hier und warum auch immer, deine Einheiten standen in defensiver Haltung. Oder passiv. What? Sogar passiv. Das muss ein Missklick gewesen sein. Ja, das ist definitiv, weil sie standen jetzt gerade hier und guck mal, die greifen ja nicht mal an. Sie werden angegriffen. Nein, Florentin! Aber sie greifen nicht zurück an und du verlierst jetzt gerade. Oh, das ist so bezeichnend. Unfassbar viel. Gib uns noch ein paar Minuten, liebe Regie. Warte, wir müssen noch ganz kurz. Ja. Kurze, ganz schnelle Frage. Wenn ich zu deinen Holzarbeitern gehe, Angriffsbefehl irgendwohin, Angriff auf einen Dorfbewohner, wie holt man am effektivsten den Schaden aus der Eco raus? Kurze Antwort. Du klickst deine. Also du hast ja deine Einheiten, die hast du auch wahrscheinlich auf einer Zahl. Ja, aber was klicke ich damit an? Dann klickst du die Dorfbewohner mit der linken Maustaste einmal durch und guckst erstmal, wie viel Leben alle haben. Und wenn sie alle voll haben, dann klickst du einmal rein,
Einmal was heißt das? Einmal rein. Du kriegst einmal auf einen Dorfbewohner. Okay. Das und dann, wenn der tot ist, dann gehen wissen. Die automatisch und breiten sich aus okay. und suchen das nächste. Ich habe auch noch, bevor wir zum Ende kommen, eine letzte Frage. Ja, erzähl mal kurz deinen Uphill gleich. Ja? Und zwar, jetzt gerade, weil ich es gesehen habe, dass du jetzt gerade angesprochen hast, diesen kleinen, ich sag mal, Mini-Raid von Florentin, der gut gemacht hat, deine Eco da angegriffen hat. Und zwar, es gab von mir auch so einen kleinen Raid, der aber, und das muss man dazu sagen, natürlich in der Phase passiert ist im Spiel, wo du schon durchaus viel mehr geboomt hast als wir. Du schon, glaube ich, so ein bisschen die Oberhand hattest auch. Ja. Und ich frage mich, das wird dir vielleicht aufgefallen sein, ich habe ja ordentlich Dorfbewohner von dir gekillt, oben rechts. Ich habe ein paar Bogenschützen. Ja. Ich habe mal so halb mitgezählt. Ich glaube, 10 bis 15 locker weggemacht. Immer versucht, von deinem Dorfzentrum wegzubleiben und da so ein bisschen einen abgefrühstückt, wo mir schon aber klar war, ich bin gerade am Verlieren. Ja. Aber, und deswegen, lange Vorleitung auf meine Frage, da du ja schon auf einem Niveau spielst, das schon recht höher ist, frage ich mich, war das dir einfach dann scheißegal, weil du schon gedacht hast, du gewinnst? Oder warst du dann doch tatsächlich mit 2-1 zu überfordert oder so? Dass du, weil du hast dich echt abschlachten lassen da oben. Ja, ich muss dazugeben, das war dumm, weil ich habe nicht drauf geachtet. Deswegen war es gut von dir. Jeder Dorfbewohner, der tot ist, ist natürlich etwas, was in deiner Wirtschaft wehtut. Oh, ich hab so 10, 15 habe ich dir abgepflückt. Das war hier oben an diesem Holz. Da hast du dann dort deine Übrigens, das waren übrigens nur Plänkler. Ich habe auch mit so einem Trupp 10er, 10 Stück oder so, wo Arbalestenschützen hatte ich, da habe ich dann so mich zwischen deinen zwei Dorfzentren manövriert und habe immer so hier und da auf den Feldern die Leute abgepflückt. So, jetzt haben wir aber, ja, aber wie gesagt, im Endeffekt, da war die Wirtschaft schon ganz gut. Hier siehst du jetzt eigentlich die Castle, kannst aber eigentlich nicht mehr viel machen, auch mit den Einheiten nicht. Ja. Da ist die Castle ab. Das war's. Ja, also, gut, aber du bist ja abgehauen hier mit denen, weil da kommt jetzt gleich was nach. Und dann bist du abgehauen. Natürlich, weil hier. Tschüss! Hier kommt der geile Florentin da. 1000 Skirmisher, gut getimed. Aber jetzt natürlich, wie gesagt, du hast nur Skirmisher, keine Upgrades mal wieder, Florentin. Donny dagegen, gute Updates, also 2 Stück. Ja, random, alles und einfach. Und hier natürlich Glück. Geht's jetzt los mit dem Rape. Okay, also ja, Florentin, glaube, was sagst du? Für mich ist das Kernlearning hier an der Stelle, wir müssen irgendwie einen Plan gegen seine Burgen in der Hinterhand haben, wir müssen es antizipieren. Er macht es in jedem Spiel und in jedem Spiel bricht es uns das Genick. Vielleicht eine Waffenschmiede in der Hinterhand haben, vielleicht einfach besser scouten, vielleicht einfach ein Auge aufhalten, wo sie bauen. Nee. Und dann einfach Waffenschmiede, 2 Rammen und irgendwie gucken, dass sie weiterkommen. Es bringt uns jedes Mal das Genick einfach. Es läuft gut auf dem Erlebnis von heute. Aufbauen darauf. Darf ich kurz einhaken? Apropos 2 Rammen. Donny macht das eigentlich ganz gut. Ne? Guck mal, er hat hier eine Waffenschmiede, hat 2 Rammen. Problem, da hast du ja nichts dahinter, was die Rammen verteidigt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das wusste ich aber jetzt beim Looken. Die machen das Ding nieder. Genau. Das wusste ich. Das muss ich sogar zu meiner Verteidigung sagen. Das wusste ich sogar. Aber das war ja da schon quasi GG-Modus. Das war ja quasi schon klar. Da war es also, als die Burg hier auch noch stand. Ja, das war schon. Da war mir schon klar, aber ich habe so viele Ressourcen gehabt. Ich dachte, die Burg kriege ich noch runter. Aber gut. Ey, pass auf, Leute. Ja. Ey, ich habe sehr, sehr viel Spaß an diesem Abend schon wieder. Achterbahn der Gefühle. Ich bin natürlich der größte Loser heute. Ich habe gegen dich verloren und habe 2 gegen Marco verloren mit dir. Learning. Aber ich lerne immer so viel und deswegen habe ich immer so Bock drauf. Also ich habe heute schon wieder, ich glaube wirklich, Florentin, wir beide, das nächste Mal. Für Ball? Aus diesem letzten Spiel. Mach ich. Mega zehren einfach. Ey, wir bleiben dran, wir trainieren und wir kriegen auch die Burgen gelöst und wir kriegen das alles geknackt und wir machen dich fucking fertig, Marco. Vielleicht nicht mehr in der Primetime, ich weiß nicht genau, wie es aussieht. Dann ziehen wir dir die Weste so aus, wie ich sie mir ausziehe. Aber wir bleiben dran und irgendwann kriegen wir dich hin. Dann möchte ich noch 2 Sachen sagen. Einerseits ein bisschen Werbung. Erstmal großartig, wie geil die Community auch wieder drauf war. Also ich glaube, mega cool. Über 7000 Zuschauer haben jetzt dabei zugesehen. Das war schon eine Ansage. Ich hoffe auch im VOD sind wieder viele Leute auch dabei und schreiben halt auch in die Kommentare, was ihr vielleicht noch besser machen könnt, was ich eigentlich gar nicht gesagt habe in kürzester Zeit. Lese ich immer gerne. Vielen Dank dafür. Absolut. Und natürlich möchte ich auch ein bisschen Werbung machen für morgen, weil morgen soll es natürlich auch weitergehen mit tollen Sachen hier auf dem Sender. Nämlich ab 18 Uhr spielen Etienne und Dennis bei Baal mit. PUBG mit super vielen Influencern, ausgerichtet von Hand of Blood und Co. Und die machen dort dieses Mal mit. Und noch was, vergesst nicht, nächste Woche startet der YouTube-Kanal Rocket Beans Gaming, also der jetzige Let's Play-Kanal wird zum Gaming-Channel, um für euch die Übersicht zu optimieren. Da taucht natürlich auch dieses Let's Play auf. Genau. Cool. Und ich kann mich da nur anschließen. Lasst den Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Einfach, absolut. Kann man ganz ehrlich sagen. Und vor allem, wir lesen das wirklich auch durch. Wenn ihr selber Ideen habt für Taktiken und sowas, haben in den letzten paar Wochen einige
also Empfehlungen und Taktiken erreicht, so. Wo ich echt schon dachte, also mir fällt gerade der Name fucking nicht ein. Man merkt schon, ich bin so ein bisschen am Schwimmen, weil ich eigentlich versuchen will, im Hintergrund über den Namen zu denken. Mir fällt er nicht ein. Aber du weißt, wer du bist. Du hast uns ein 4 Seiten langes fucking Doc geschickt. Ich habe es heute auch Florentin gelesen. Er hat es auch geschickt. Er hat es auch gelesen. Das war echt cool, ey. Da hat sich einer wirklich krass Mühe gemacht und uns ein 4 Seiten langes Word-Dokument geschickt mit wirklich einer Empfehlung, wie wir spielen sollen. Wir waren da nicht ganz d'accord. Teilweise, deswegen haben wir es heute nicht gespielt, aber du weißt, wer du bist. Viele Grüße an dieser Stelle und allgemein freuen wir uns natürlich über die Kommentare. Einfach auch so ein bisschen, um zu. Weil da kann man auch mal gucken, vielleicht können wir da was rausziehen. Ja, so, egal. Cool, es geht weiter. vielleicht nächsten Freitag, ansonsten habt ein Auge auf den Wochenplan. Nächsten Freitag 13 Uhr. Nächsten Freitag 13 Uhr, sehr cool, wir bleiben dran und irgendwann schaffen wir es. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und schönen Abend noch. Haut rein, das war Age of Empires Burger Mr. Vielen Dank an Marco, dass er dabei war. Hat wie immer Spaß gemacht. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.